Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. In der parlamentarischen Weihnachtspause feierten die Kollegin Michaela Noll, die Kollegin Carola Möhring und der Kollege Volkmar Klein jeweils ihren 60. Geburtstag. Der Kollege Ost kommt noch mehr. Machen wir Sammelbeifall. Der Kollege Ralf Kapschak seinen 65. Der Kollege Dr. Bruno Hollnagel seinen 72. sowie die Kollegen Albrecht Glaser und Professor Dr. Axel Gerke jeweils ihren 78. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des ganzen gesamten Hauses für die genannten Kolleginnen und Kollegen. Dann müssen wir noch eine Reihe von Wahlen durchführen. Die Fraktion Die Linke schlägt vor für die Kollegin Dr. Sarah Wagenknecht, die Kollegin Amira Mohamed Ali als ordentliches Mitglied des gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes zu wählen. Stimmen Sie dem zu? Das ist offenkundig der Fall. Dann ist die Kollegin Mohamed Ali als ordentliches Mitglied des gemeinsamen Ausschusses gewählt. Des Weiteren schlägt die Fraktion Die Linke vor für die Kollegin Dr. Sarah Wagenknecht, die Kollegin Amira Mohamed Ali als stellvertretendes Mitglied des Ausschusses nach Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes, das ist der Vermittlungsausschuss, zu wählen. Dem stimmen Sie auch zu? Dann ist die Kollegin, die Fraktionsvorsitzende der Linken, als stellvertretendes Mitglied des Vermittlungsausschusses gewählt. Und dann schlägt die Fraktion der SPD vor, für den vakanten Sitz eines Vertreters der Bundesrepublik Deutschland zur Parlamentarischen Versammlung des Europarats den Kollegen Christian Petri als ordentliches Mitglied zu wählen. Sind Sie auch damit einverstanden? Auch das ist der Fall. Dann ist der Kollege Petri ordentliches Mitglied des Gremiums. Schließlich schlägt die Fraktion der SPD vor, den Kollegen Sebastian Hartmann als Nachfolger für die Kollegin Saskia Esken als Mitglied des Beirats der Stiftung Datenschutz zu wählen. Auch dem stimmen Sie zu. Ist erkennbar der Fall. Dann ist der Kollege Hartmann als Mitglied des Beirats gewählt. Dann möchte ich Sie auf eine interfraktionell vereinbarte Änderung der Tagesordnung aufmerksam machen. Vor dem Tagesordnungspunkt 11 soll nunmehr eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Kommunalpolitiker, Polizei und Rettungskräfte vor Drohungen und Gewalt wirksam schützen aufgesetzt. Und die bisher an dieser Stelle vorgesehene Aktuelle Stunde mit dem Titel Bäcker und Bürger entlasten, Bombpflicht beenden, am Freitag als letzter Tagesordnungspunkt aufgerufen werden. Außerdem soll der Antrag auf der Drucksache 16474 mit dem Titel Bundeswehr sofort und vollständig aus Irak und Jordanien abziehen, nunmehr nicht mehr ohne Debatte abschließend beraten, sondern zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 24 ohne Debatte federführend dem Auswärtigen Ausschuss und dem Verteidigungsausschuss zur Mitberatung überwiesen werden. Sind Sie damit einverstanden? Auch das ist der Fall. Dann ist auch das so beschlossen. Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 7a und 7b, zweite und dritte Beratung des von den Abgeordneten Dr. Karl Lauterbach, Dr. Georg Nüßlein, Dr. Petra Sitte, Jens Spahn und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurfs zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz und zweite und dritte Beratung des von den Abgeordneten Annalena Baerbock, Karin Mark, Hilde Mattheis, Katja Kipping und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Mehr Vertrauen in die Organspende, Vertrauenslösung. Bevor wir in die Debatte eintreten, weise ich schon jetzt darauf hin, dass wir mehrere namentliche Abstimmungen durchführen werden. Weitere Hinweise zum Abstimmungsverfahren werden Ihnen im Anschluss an die Aussprache gegeben. Die beschlossene Debattenzeit von 120 Minuten soll entsprechend dem Stärkeverhältnis auf 24 Rednerinnen und Redner mit je 5 Minuten aufgeteilt werden. Darüber hinaus gibt es eine Vereinbarung, dass die Reden der Kolleginnen und Kollegen, deren Redewunsch nicht berücksichtigt werden kann, in einer meiner Redezeit von 5 Minuten entsprechend Umfang zu Protokoll gegeben werden können. Sind Sie damit einverstanden? Dann haben wir das so beschlossen und verfahren so. So. Und dann, nachdem alles geregelt ist, eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort als erstem Redner dem Kollegen Dr. Karl Lauterbach.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist das Problem, was wir heute zusammengekommen sind, um es lösen zu können? In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 1.000 Menschen auf der Warteliste auf ein Organ und mehr als 10.000 Menschen stehen auf dieser Warteliste. Das sind sehr hohe Zahlen. Die Zahlen sind, was die Todesfälle angeht und was also die Zahl der gespendeten Organe angeht, ungefähr halb so hoch an Spendern wie in unseren Nachbarländern. Und in den Nachbarländern werden 2- bis 3-mal so viele Organe auf die Bevölkerung bezogen gespendet. Wir liegen also zurück. Wir sind Schlusslicht in Europa. Und woran liegt das? Also ist in Deutschland die Spendebereitschaft nicht da? Nein, wir haben eine Spendebereitschaft, die hoch ist. 85% der Menschen sind der Organspende positiv gegenüber eingestimmt. Wollen die Organe nicht genommen werden? Nein, das ist auch nicht so. 98% derjenigen, die auf der Warteliste sein können, wollen auf der Warteliste sein, wollen ein Organ haben. Somit, es gibt Bereitschaft zu spenden, es gibt Bereitschaft, ein Organ zu nehmen. Trotzdem kommt das nicht zusammen. Woran liegt das? Weil nur sehr wenige, weniger als ein Drittel, einen Organspendeausweis verfügbar haben und in weniger als 20% der Fälle der Organspendeausweis bei der Spende beim Hirntod eine Rolle spielt. 80% ist das eine Angelegenheit der Ärzte und der Angehörigen. Das war schon so, als ich noch gar nicht im Bundestag war. Vor also mehr als 15 Jahren habe ich eine Studie geleitet mit mehr als 15.000 Dialysepatienten. Da war das Problem genauso wie heute. Seitdem haben zahlreiche Länder die Widerspruchslösung, die wir heute auch debattieren werden, eingeführt. 31 europäische Länder haben das gemacht. Die Länder, die das gemacht haben, da sind die Spendezahlen hochgegangen, zum Beispiel in Schweden. Als die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat sich dort die Spendezahl verdoppelt. Wieso ist das so? Naja, weil wir sonst zu viele haben, die einfach bereit sind zu spenden, die aber nicht zum Spender werden, weil die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes überfordert sind, diese Entscheidung für den Verstorbenen zu treffen. Mehr als die Hälfte stimmen dann nicht zu. Das ist das eigentliche Problem. Das Problem ist nicht die Organisation der Organspende. Die ist in Deutschland nicht schlechter als anderswo. Und es ist ja auch ganz klar, egal wie ich es organisiere, ich kann es gut machen oder schlecht, wenn ich das Organ nicht habe, macht die Organisation keinen Unterschied. Es ist auch nicht so, dass wir hier in Deutschland also nicht die Bereitschaft hätten zu spenden. Die Bereitschaft ist da. Sondern es ist einfach so, es fehlt eine einfache, unbürokratische Regelung, wie man zum Spender wird. Das ist das Problem, das ist die Widerspruchslösung. Da ist die Widerspruchslösung nicht die Lösung aller Probleme. Sie ist aber eine notwendige Bedingung dafür, dass wir das schaffen. Daher setzen sich fast alle mit dem Thema betroffenen ärztlichen Organisationen, meine Kolleginnen und Kollegen, setzen sich dafür ein. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, die Deutsche Transplantationsgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin und Notfallmedizin. Wir setzen uns alle dafür ein, weil wir wissen, dass es sonst nicht gehen wird. Wir werden es sonst nicht schaffen. Die Kollegin Schmidt wird darüber nachher reden. Ich sage somit, ohne dass wir die Widerspruchslösung diesmal schaffen, wir kämpfen ja auch an dieser Stelle seit mehr als 10 Jahren dafür, wird sich erneut nichts ändern. Wir werden in wenigen Jahren die Debatte, die wir heute haben, hier erneut führen, weil mit jeder Variante der Zustimmungslösung das Problem nicht zu lösen ist. Machen wir uns nichts vor. Ich komme zu den ethischen Gegenargumenten. Immer wieder wird gesagt, das mag dann zwar effizienter sein, das stellen wir nicht strittig, dass die 31 europäischen Länder das haben, das wirkt, das stellen wir nicht strittig, das ist aber eine unethische Lösung. Wenn wir übrigens so denken, dann dürfen wir die Organe nicht nehmen, die aus den Ländern kommen, wo die Widerspruchslösung praktiziert wird. Die Eurotransplantländer machen das ja alle. Dann müssten sie auch alles sagen, konsequenterweise, wir wollen diese Organe nicht. Die nimmt aber jeder gerne an. Weshalb ist das so? Naja, weil man natürlich auch vorsichtig sein muss. Es wird immer gesagt, das ist dann eine Pflicht zur Spende. Das ist natürlich falsch, das ist Unsinn. Es gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen, wenn ich zu den wenigen gehören will, die zwar nicht spenden wollen, aber gerne ein Organ haben. Von diesen Menschen kann ich wenigstens verlangen, dass sie bereit sind, dass sie den Mut haben, Nein zu sagen. Das ist das Wenigste. Und das ist aus meiner Sicht auch in der Tradition
der christlichen Ethik. Das steht in dieser Form schon mehr oder weniger in der Bibel. Das, was ich will, was mir selbst zugutekommt, muss ich auch bereit sein, anderen zu geben. Das ist in der Tradition der Aufklärung. Das hat Kant so ausgedrückt. Das ist die goldene Regel. Es ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist zu spenden. Das ist eine unethische Haltung. Jetzt hat das Wort die Kollegin Hilde Matthes. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Wirkung einer Widerspruchsregel und der Spendenzahlen. Die gibt es nicht. Und das hier zu suggerieren, ist ein fatal falscher Ansatz. Wir sagen, die wir die Stärkung der Entscheidungsregelung einbringen, wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben. Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität für andere Menschen etwas geben. Das ist die Grundlage von Solidarität, freiwillig, selbstbestimmt etwas zu geben. Und das ist auch das Menschenbild, das von unserem Grundgesetz geprägt wird, nämlich die Würde nicht zu verletzen über den Tod hinaus. Und alle Vergleiche mit zum Beispiel eine Obduktion verbieten sich hier, weil um eine Organspende handelt es sich nicht um den Körper eines Leichnams. Und wir wissen, und die Zahlen werden herangeführt, ja, in Spanien gibt es eine höhere Spendenzahl. Und selbst die DSO sagt, wir bekommen gar nicht alle Spenden oder Spendenbereitschaften gemeldet. Es liegt an den Strukturen. Und wir setzen auf dem Gesetz, das wir im April letzten Jahres verabschiedet haben. Nämlich zu sagen, man muss den Menschen die Möglichkeit geben, im Laufe ihres Lebens sich unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Situationen mit dem Thema Organspende zu befassen. Und wir wollen, dass die Behörden sich da einbringen. Wir wollen, dass bei der Ersten-Hilfe-Kurs für den Führerschein das Thema thematisiert wird. Wir wollen, dass die Hausärzte die Möglichkeit bekommen, in ihren Sprechstunden mit einer Leistungshinterlegung alle 2 Jahre mit ihren Patientinnen und Patienten darüber zu sprechen. Wir wollen aber nicht auf die Trägheit und den Unwillen von Menschen setzen, sich damit nicht zu befassen. Denn das schafft kein Vertrauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Spendenbereitschaft bedeutet, man hat ein Höchstmaß an Vertrauen in das, was da passiert. In die Ärztinnen und Ärzte, in die Menschen, die einen begleiten. Und da sage ich mal, auch das, was die Widerspruchslösung, und sie nennt sich ja doppelte Widerspruchslösung, suggeriert, ist nicht der Fall. Die Angehörigen haben kein Recht zu sagen Nein, sondern sie werden zu Zeugen degradiert. Und ich sage mal, ich nenne mal 2 Punkte, die in einem Kommentar von Heribert Prantl mich besonders beeindruckt haben. Das erste ist, Menschen sind nicht nur Individuen, sie sind Beziehungsmenschen. Sie stehen in Beziehung zueinander. Und wenn ich das außer Acht lasse, dass es hier auch Beziehungen gibt, Angehörige müssen mit dem, was da passiert ist, weiterleben. Egal wie. Und sie brauchen eine Möglichkeit, sich zu artikulieren, nicht als Zeugen aufzutreten, sondern entsprechend auch den Willen des Angehörigen zu verkörpern und nicht im Prinzip dazustehen als diejenigen, die nicht keinen Einfluss haben. Und das Zweite, was Heribert Prantl zu Recht anspricht, ist der ökonomische Aspekt dieser
doppelten Widerspruchslösung. Menschen werden degradiert und die Würde des Menschen wird verletzt. Und das ist ein zentraler Punkt. Da müssen wir Nein sagen. Das geht nicht an dieser Stelle und an anderen Stellen übrigens auch nicht. Und von daher, wir werben dafür. Schauen Sie genau hin, wenn Sie es nicht schon getan haben. Gucken Sie auf dieses Gesetz, das genau dort ansetzt, wo alle Untersuchungen uns bestätigen. Es geht darum, die Strukturen zu unterstützen, transparent zu machen, mit hohem Einsatz in den Kliniken arbeiten zu können. Um das geht es. Und den Menschen ihre Selbstbestimmung nicht zu nehmen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Detlef Spangenberg. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mehr Vertrauen in die Organspende. Der Ansatz der AfD nennt sich Vertrauenslösung. Die Widerspruchslösung kann die Zielsetzung, mehr Spender zu erreichen, gefährden. Wir haben unterschiedliche Spender, aber das liegt nicht bloß an dem System, sondern auch, wie der Tod festgestellt wird, gerade Spanien, Hirntod, Herztod, das sind große Unterschiede, die auch die Anzahl der Spender oder die Spendenmöglichkeit beeinflussen. Die Spendenbereitschaft wird nicht in Frage gestellt, auch nicht von der AfD, wie das fälschlicherweise wie üblich in der Presse dargestellt wurde. Wir haben ja alle Post erhalten in den letzten Wochen. Zustimmung für die Widerspruchslösung, aber auch Verweigerung, weiterhin Spender zu sein, wenn die Widerspruchslösung kommt. Auch das haben wir. Es haben Menschen geschrieben, die ihren Ausweis wieder abgeben wollen, wenn diese Art der Willenserklärung so formuliert wird. Vertrauen, meine Damen und Herren, ist das Wichtigste bei diesem hochsensiblen Thema. Und wenn ich an die Manipulation erinnere von 2015, 14, Großhadern, Berlin, Heidelberg, Bremen, Göttingen, dann ist es natürlich nicht hilfreich, Menschen dafür zu gewinnen, zu spenden. Das heißt Vertrauen. Immer wieder Vertrauen, meine Damen und Herren. Die Widerspruchslösung, so sagen einige, ist die faktische Enteignung des menschlichen Körpers. Das Vermissen jeglicher Sensibilität bei diesem hochemotionalen Thema. Und sie ignoriert auch hartnäckig, dass bei einem Versäumnis, sich gegen die Widerspruchslösung zu erklären, dies auch eine Entscheidung über Leben und Tod bedeuten kann. Das kann man diesen Leuten nicht einfach wegnehmen. Diese Überlegung haben die. Ich gehe mal auf drei Themenbereiche ein. Erstens Einschränkung der persönlichen Freiheit. Minister Spahn hat, wenn ich das richtig gelesen habe, im Spiegel die abenteuerliche Definition formuliert, dass wir die Freiheit dessen denken müssen, der das Organ erhalten möchte. Also meine Damen und Herren, so weit kann es nicht gehen, dass sich jemand damit beschäftigen muss zugunsten anderer, weil einer etwas erreichen will. Die Freiheit des einen ist genauso viel wert wie die Freiheit des anderen. Es geht hier, meine Damen und Herren, um Menschen, die sich mit diesem Problem nie beschäftigt haben, aber sich auch nicht beschäftigen wollen. Auch wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass manche Menschen das nicht tun wollen. Das Zwingen zu einer Entscheidung ist der völlig falsche Weg. Spenden ja, aber nicht zu einer Erklärung gezwungen werden. Der nächste Punkt, Rücksicht auf persönliche Ängste, meine Damen und Herren. Keine Sensibilität denen gegenüber, die vor diesem Thema Angst haben. Und niemand ist am Leid der auf ein Organ wartenden schuld. Und es kann daraus auch keine Forderung an fremde Dritte abgeleitet werden, bei allem Verständnis für deren Leid, meine Damen und Herren. So weit geht es nicht. Und wir haben auch kein Recht, über Ängstliche und Zaudernde den moralischen Zeigefinger zu heben, beziehungsweise eine moralische Keule zu schwingen. Dieses Recht steht keinem zu, meine Damen und Herren. Als letzten Teil die Rechtssystematik. Schweigen gilt nun mal bei uns in Deutschland grundsätzlich als keine Willenserklärung. Im Zweifel ist, heißt es nein. Die Kritiker, die das bestreiten, führen dann immer an den 416 BGB Absatz 1,
bei der Umschreibung beim Grunderwerb oder den 362 HGB, wo die Verträge auch schweigend zustande kommen oder auch das Testament. Meine Damen und Herren, ich sage das deutlich auch für die Bevölkerung. Diese Argumente ziehen nicht, weil dort immer eine Beziehung zwischen den Partnern besteht, bestanden hat. Dort ist also nicht eine Willenserklärung einfach im leeren Raum, sondern sie ist ausgesprochen worden, sie ist vorhanden. Insofern passen diese Dinge nicht. Schweigen ist grundsätzlich nein. So ist es bei uns in unserem Rechtssystem nach wie vor. Es wird eine weitere Befürchtung ausgesprochen, dass diese Widerspruchslösung ein Einfalltor ist, am Recht des Eigenwillens vorbei eine neue Rechtsfolge, einen neuen Tatbestand zu formulieren. Und eine Spende, so Professor Dr. Kluth von der Uni Halle, kann niemals als solidarisches Pflichtverhalten formuliert werden. Auch der Deutsche Stiftung Patientenschutz, der Eugen Pritsch, schreibt, Schweigen kann keine Zustimmung sein, nur Vertrauen ist hier die Lösung. Das ist der Ansatz der AfD. Wir möchten gerne Zustimmungslösung, aber mit den Ansätzen, die wir in unserem Antrag eingearbeitet haben. Und dabei ist auch die Patientenverfügung, die immer Vorrang vor jeder anderen Entscheidung haben muss. Das ist der Grundsatz, den wir sehen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich noch sagen, einem 16-Jährigen automatisch als Spender zu verpflichten, bringt auch gefährliche Interpretationen mit sich. Meine Damen und Herren, wir haben sonst, gehen wir teilweise bis 21 Jahre hoch, wenn es im Strafrecht ist, und hier nehmen wir einen 16-Jährigen auch rein. Das, denke ich, meine Damen und Herren, sollte man nicht tun. Und ich schließe eindeutig, es geht nicht darum, die Meinung derer hervorzuheben, die dafür sind, meine Damen und Herren, darum geht es nicht, sondern um die zu werben, die einfach noch kein Vertrauen haben, diesen Schritt als Spender zu gehen. Um diese Menschen müssen wir uns bemühen, meine Damen und Herren. Allein das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Dr. Claudia Schmidtke ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in der dritten abschließenden Debatte zur künftigen Ausrichtung der Organspende möchte ich über das sprechen, was im englischsprachigen Raum Elephant in the Room genannt wird, hier sozusagen der Elefant im Plenarsaal. Also das, was das Thema eigentlich bestimmt, worüber wir aber ungern sprechen, weil es bequemer ist, es zu verdrängen, den Tod. Damit meine ich nicht die Frage, ob der Hirntod der Tod ist. Diese wissenschaftliche Tatsache wird von allen vorliegenden Anträgen anerkannt, sondern ich meine die Belastung der Organspendedebatte mit dem größten vorstellbaren Tabuthema unserer Sterblichkeit. Zivilisation begann mit der Bestattung der Leichname unserer Angehörigen. Es ist ein fester Bestandteil unserer Kultur, dass wir Abschied nehmen wollen von dem Menschen, der uns verlässt. Und es schmerzt uns, wenn dem auch toten Körper eines Angehörigen oder Freundes Schaden zugefügt wird. Diese Werte sind eine feste Grundlage unserer Gesellschaft und es fällt schwer, sie verletzt zu sehen. Doch seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist klar, jeder Mensch kann dafür sorgen, dass mit seinem Tod andere Menschenleben gerettet werden. Zu Lebzeiten ist dies den wenigsten Menschen vergönnt. Heute aber kann man es als Erbe hinterlassen. Statistisch 3 Leben von Menschen zu retten, die gemeinsam mit ihren Angehörigen und Freunden in tagtäglicher Anspannung teilweise über Jahre darauf hoffen. Seit Bestehen der Transplantationsmedizin ist Folgendes gegeneinander abzuwägen. Die Unverletzlichkeit eines Leichnams, den wir begraben, mit dem höchsten Gut, ein Leben, das gerettet werden kann. Jeder Mensch hat diese Abwägung für sich und seinen Körper zu treffen. Auch daran will keiner der vorliegenden Gesetzentwürfe etwas ändern. Wovon jedoch die Widerspruchsregelung ausgeht, dass der Wert des zu rettenden Lebens in unserer Gesellschaft so hoch ist, dass solange der Widerspruch in jedem Einzelfall respektiert wird, von einer Zustimmung ausgegangen werden kann, ja sogar muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist alles, worum es geht. Was diese einfache Frage der Abwägung jedoch kompliziert macht, ist die Überschattung mit dem Thema, über das wir ungern sprechen, dem Tod. Dadurch, dass wir nicht über ihn sprechen, dass wir ihn ignorieren, helfen uns nur die althergebrachten Wertesysteme, ihn ertragen zu können. Das, was uns jahrhundertelang begleitet hat, das verstehe ich gut. Doch spätestens seit um uns herum fast ganz Europa den Schritt zur Widerspruchsregelung gegangen ist, alles,
christliche Nationen, alles unsere Wertegemeinschaft, muss Deutschland die Frage gestellt werden, ob man sich weiterhin in diese Verdrängung zurückziehen kann. Ob wir Schicksale wie das von Marius Schäfer weiterhin ertragen wollen. Marius ist heute hier auf der Tribüne mit seinem Vater. Er hat als Elfjähriger vor 8 Jahren im Gegensatz zu den vielen Wartenden eine Spende erhalten. Allerdings war es die erste Lebensspende einer Lunge in Deutschland. Beide Eltern haben einen Teil von ihrer Lunge abgeben müssen, um ihm das Leben bis heute jeden einzelnen kostbaren Tag zu schenken. Solch ein Schritt ist bei uns zuvor noch nie gewagt worden. Er gefährdet nämlich 3 Betroffene. Doch waren Marius Zustand und seine Werte so schlecht, dass sich die mutigen Ärzte in Hannover in letzter Minute dazu durchringen mussten. Denn in Deutschland gab es kein Organ für Marius. Er steht stellvertretend für so viele Patientinnen und Patienten, die uns in den vergangenen Wochen angeschrieben haben. Wenn wir heute die Entscheidung über die künftige Ausgestaltung der Organspende treffen, entscheiden wir darüber, was uns wichtiger ist. Mit minimalen Veränderungen keine spürbare Wirkung auf ihr Schicksal zu entfalten und uns einzureden, dass das etwas mit solidarischen Werten zu tun hat. Oder ihnen Hoffnung zu geben mit einer tatsächlichen Veränderung, die nahezu alle unsere europäischen Partner bereits vollzogen haben. Wollen wir das? Die Zahlen sagen ja. Die Fachleute, auch die DSO, sagen ja. Die Mehrheit der Deutschen sagt ja. Die Patienten hoffen inständig ja. Ich bitte Sie, gehen Sie diesen Schritt. Die Widerspruchsregelung respektiert die Entscheidung jeder Einzelnen und jedes Einzelnen, ebenso wie die anderen Entwürfe. Doch nur bei ihr hat das zu rettende Leben den Stellenwert, der unserer Gesellschaft gut tut. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Annalena Baerbock. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste auf der Tribüne. Wir sind heute hier, um Leben zu retten. Das eint beide Gesetzesentwürfe und allen ist vorausgegangen intensive Debatten, intensive Gespräche mit Betroffenen, mit Krankenhäusern, mit Ärztinnen und Ärzten, mit Angehörigen, mit vielen, vielen Menschen in diesem Land. Aber diese Debatten haben eben auch nochmal, jedenfalls uns allen, verdeutlicht, dass das Leben und der Tod so vielfältig, so unterschiedlich sind, wie wir Menschen selbst. Und deswegen kann es aus unserer Sicht nicht nur diese eine Sichtweise auf die Organspende geben, die dann vielleicht auch noch der Staat verordnet. Nein, es sind vielfältige, vielfältige Sichtweisen. Die Eltern, die zu Recht, das haben einige angesprochen, jeden Tag händeringend auf dieses eine Organ für ihr Kind warten. Das kann man sich als Nichtbetroffene kaum vorstellen. Aber eben auch die Ehefrau, die Mutter, die jahrelang auf dem Herz wartet, die aber sagt, wenn ich nicht weiß, dass dieses Herz freiwillig gespendet habe, dann will ich gar nicht auf der Transplantationsliste mehr sein. Das sind die Angehörigen. All diese Sichtweisen müssen wir respektieren, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und daher hat unsere Gruppe einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft in der Organspende vorgelegt, die zum einen die Spendezahlen, aber, und das ist der entscheidende Unterschied, vor allen Dingen die de facto Transplantationszahlen in den Krankenhäusern, weil darum geht es am Ende doch, um Leben zu retten, und das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen wahrt. Und ich weiß, wir versuchen ja heute alle unser Bestes, aber weil ein paar Argumente in der Vorrede eingebracht wurden, aus meiner Sicht verkennt die Widerspruchsregelung, dass man nicht einfach Regelungen aus anderen Ländern auf die deutsche Situation, auf die Rechtslage und die Situation in den Krankenhäusern kopieren kann. Man verkennt damit die Realität hier bei uns in Deutschland, und darum geht es. Weil erstens, und da werden andere Rednerinnen und Redner noch eingehen, in anderen europäischen Ländern gilt der Herztod. In Deutschland nicht. Und deswegen können Sie diese Zahlen nicht vergleichen. Niemand will daran etwas ändern hier im Hohen Hause. Zweitens,
Zweitens, Herr Lauterbach, und das wissen Sie ganz genau, die Situation in Spanien, Sie rufen mal Spanien rein, die Situation in Spanien ist so anders. Der gesamte Gesundheitsausschuss war da, weil sich in den Krankenhäusern was verändert hat. Wissen Sie, was unser Problem ist in den Krankenhäusern? Selbst wenn alle Menschen Spenderinnen und Spender wären, 8,2% von denjenigen, die hirntot in Krankenhäusern erklärt worden sind, die wurden überhaupt nur transplantiert, weil sie nicht gemeldet wurden. Da müssen wir ran. Wenn wir diese Zahlen verdreifachen, haben wir genug Organe, sehr verehrte Damen und Herren. Und der dritte Punkt, auch da werden Kollegen aus unserer Gruppe noch eingehen, ist unser Grundgesetz. Und das gilt nun mal nicht in anderen europäischen Ländern. Die haben ihre eigene Geschichte, die haben ihre eigene Verfassungsgeschichte. Und unsere Verfassungsgeschichte schreibt in Artikel 1 und 2 zu Recht aus unserer Geschichte besondere Verantwortung in unser Grundgesetz. Und das gilt es bei allem zu respektieren, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen muss man immer das mildeste Mittel wählen, um an das Ziel zu kommen. Wir wollen das gleiche Ziel, Leben retten. Wir wählen aber ein anderes Mittel. Und ich möchte deutlich machen, weil das wird sicherlich in der Debatte noch kommen, wir verteidigen hier nicht den Status quo. Wir verteilen nicht einfach mehr Infobroschüren. Nein, wir wollen die Menschen, und unsere Gesellschaft ist solidarisch, 84% der Menschen wollen spenden, aber nur 40 haben einen Ausweis. Diesen 84% wollen wir ermöglichen, ganz einfach sich zu registrieren. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich hier einen Pappausweis, wenn ich noch nicht mal ein Portemonnaie bei mir trage, bei Kleidern dabei habe, oder, und das ist unser Vorschlag, ein Online-Register zu schaffen, wo sich jeder eintragen kann. Und ich weiß, es kommt auch gleich das Bürgeramt. Ja, in manchen Bürgerämtern ist es nicht schön, in anderen ist es das aber. Da kriegt man alle Informationen, man muss sich da aber nicht da vor Ort informieren. Man kann zum Hausarzt gehen und man kann vor allen Dingen nach Hause gehen, sich online jede Minute, jede Stunde nach intensiver Debatte registrieren. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Vorschlages, sehr verehrte Damen und Herren. Und er ist so wichtig, weil dieser Dreh- und Angelpunkt an der Situation in den Krankenhäusern was verändert, weil die Ärztinnen und Ärzte sofort zugreifen können auf das Online-Register, nicht fragen, haben die einen Organspendeausweis, nicht die Angehörigen fragen, wie war es denn nochmal. Sie können direkt dort zugreifen und damit ändert sich an dem Hauptproblem, nämlich dass zu wenig gemeldet und transplantiert wird, wirklich in der Realität etwas, sehr verehrte Damen und Herren. Wir stimmen hier heute über eine hochethische Frage ab. Wie kommen wir zu mehr Transplantation? Wie retten wir mehr Leben? Wir stimmen aber auch darüber ab, wem gehört der Mensch? In unseren Augen gehört er nicht dem Staat, nicht der Gesellschaft. Er gehört sich selbst, ungefragt, ohne Widerspruch. Und daher bitte ich Sie um Zustimmung zur Entscheidungslösung, um mehr Menschenleben hier gemeinsam zu retten. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Hermann Otto Solms. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will gleich zu Anfang sagen, wir streiten heute nicht über das Ziel zur Verbesserung des Spendenverhaltens. Wir streiten in den beiden Anträgen allein über den Weg dorthin. Denn heute wollen alle Mitglieder des Hauses die Situation jener Patienten verbessern, die seit Jahren dringend auf Spenden warten. Die Organspendensituation zu verbessern, ist dringend geboten. Darin sind wir einig. Ich muss an dieser Stelle die Zahlen und Fakten nicht wiederholen. Die sind bekannt. Der Kollege Lauterbach hat sie ja gerade erst aufgeführt. Das ändert nichts daran. Das Thema bewegt die Menschen. Eine Verbesserung der Lage ist wirklich überfällig und Tausende von Patienten warten darauf. Für mich wie für die Freien Demokraten zusammen steht in dieser Frage die Selbstbestimmung des Einzelnen im Vordergrund. Dementsprechend habe ich mich lange selbst geprüft, ob die Widerspruchslösung diesem fundamentalen Prinzip genügt. Ich persönlich denke, ja, das tut sie. Es ändert sich doch nur eines. Man macht nicht mehr von seinem Recht auf Zustimmung Gebrauch, sondern von seinem Recht auf Widerspruch. Damit setzt die Widerspruchslösung
auch nicht auf die Trägheit oder Entscheidungsunfähigkeit des Einzelnen, wie er unter anderem behauptet wurde. Im Gegenteil, sie ermutigt alle Bundesbürger, sich aktiv mit dieser drängenden Frage zu beschäftigen. Wer zu dem Ergebnis kommt, seine Organe nicht spenden zu wollen, muss das schließlich nur kundtun. Ich verwehre mich also gegen die Behauptung, die Widerspruchslösung würde die persönliche Entscheidungsfreiheit einschränken. Auch das Recht auf Widerspruch ist gelebte Freiheit. Mit einer Widerspruchslösung bei Organspenden fordert der Gesetzgeber die Bürger lediglich auf, von dieser Freiheit Gebrauch zu machen. Während der Gruppenantrag für eine Stärkung der Entscheidungsbereitschaft natürlich auch die persönliche Freiheit wahrt, halte ich ihn zum Erreichen unseres gemeinsamen Ziels für unzulänglich. Von einer ursprünglich angedachten verbindlichen Abfrage sind lediglich ein zentrales Register und zusätzliche Informationskampagnen geblieben. Sie möchten unter anderem zukünftig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerämtern in die Pflicht nehmen, bei jedem Amtsvorgang soll auf die Organspende hingewiesen und vor Ort der Eintrag in das zentrale Register ermöglicht werden. Damit zwingen Sie nicht nur die Angestellten der Bürgerämter in einen extrem persönlichen Lebensbereich der Bürger einzudringen, Sie schaffen auch deutlich mehr Aufwand und Bürokratie. Ich kann mir im Übrigen gar nicht vorstellen, dass ich in dieser höchstpersönlichen Frage mit den Verwaltungsangestellten in Bürgerämtern ins Gespräch kommen will. Das scheint mir äußerst lebensfremd zu sein. Solch ein Gespräch führt man mit seinem Ehegatten, mit der Familie, mit nahen Freunden und natürlich auch mit dem Arzt. Aber welcher Arzt hat diese Gespräche nicht heute schon immer wieder geführt? Ich kenne keinen solchen Arzt. Diese Gespräche werden geführt, aber sie haben eben nicht zu einer Verbesserung der Situation geführt. Und das ist eben leider die fatale Situation. Ich befürchte, dass der Antrag nicht zu einer tatsächlichen Erhöhung der Spenderzahlen führen wird. Mit der doppelten Widerspruchslösung hingegen schaffen wir ein geeignetes Instrument, die Anzahl der Organspenden in diesem Land deutlich zu erhöhen. Deshalb noch einmal die entscheidende Frage an die Unterstützer des Gegenantrages. Glauben Sie wirklich, dass der geringfügige Unterschied, ob man für oder gegen eine Spende entscheiden muss, genug Gewicht hat, um die Chance zu gefährden, hier und jetzt eine deutliche Verbesserung des Spendenverwaltens herbeizuführen? Wollen Sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Lösung des Problems, auf das tausende Patienten seit langem warten, nun wieder auf die lange Bank geschoben wird? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christine Aschenberg-Lugnus. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Solms hat es gerade schon gesagt und ich finde, man kann es auch wieder wiederholen. Was uns hier alle heute im Plenum eint, ist doch der Wunsch, dass die Zahl der Organspenden in Deutschland massiv steigt. Denn hinter jedem benötigten Organ steckt ein individuelles Schicksal. Wir alle haben uns in den letzten Monaten damit beschäftigt. Jeder kennt Fälle, ich persönlich auch aus meiner eigenen Familie. Und als Mitinitiatorin der Zustimmung der Entscheidungslösung trage ich selbstverständlich seit über 20 Jahren einen Organspendeausweis bei mir, weil ich mich freiwillig, selbstbestimmt und nach eingehender Befassung mit dem Thema ganz bewusst dafür entschieden habe. Und unsere Gruppe, die Gruppe der Entscheidungslösung, hat sich genau damit befasst, hat sich die Frage gestellt, was hindert Menschen daran, sich zu entscheiden? Und wenn wir dann hören, dass über die Hälfte, fast die Hälfte der Deutschen sich bei dem Thema Organspende und bei dem Thema Hirntod nicht
ausreichend informiert fühlen, dann müssen wir auch selbstkritisch feststellen, dass wir in der Vergangenheit die falschen Informationen geliefert haben. Und genau das wollen wir jetzt mit unserer Gesetzesvorlage ändern. Den Hausärzten kommt dabei eine ganz wichtige Rolle bei der Aufklärung zu. Und Herr Solms, nicht die Mitarbeiter der Bürgerämter sollen informieren, das steht in unserer Vorlage auch überhaupt nicht, sondern wir fragen, wer hat das Vertrauen in Deutschland, und das sind unsere Hausärzte, und die werden für diese Information auch vergütet. Und in einer solchen Situation, wo viele Bürger Unsicherheit verspüren, wo sie Ängste haben, und das hat auch Frau Schmidtke nichts mit Bequemlichkeit zu tun, sie haben Angst, sie wissen nicht, wie sie sich entscheiden sollen, in einer solchen Situation kann man doch Schweigen nicht als Zustimmung werten, meine Damen und Herren. Das missachtet. Und ich rede jetzt gar nicht mal von Paragraphen und Recht. Das missachtet unseren gesellschaftlichen Konsens, den wir hier alle haben, dass Schweigen niemals als Zustimmung gewertet werden kann. Wir setzen lieber auf die freiwillige und informierte Entscheidung, denn die ist auch wesentlich nachhaltiger. Und es wurde schon gesagt, wir ermöglichen den Bürgerinnen und Bürgern ein niederschwelliges Angebot, ihre dann getroffene Entscheidung auch in ein Online-Register eintragen zu können, auf den Ämtern oder online zu Hause. Und das wird dazu führen, dass das auch sehr in einer großen Anzahl passieren wird. Und Sie werden natürlich auch wesentlich mehr und regelmäßiger auf das Thema angesprochen. Lassen Sie mich noch bitte auf einen Punkt kommen. Es wurde in letzter Zeit gerade in den Medien und auch hier wieder immer ein Zusammenhang zwischen den Ländern, die die Widerspruchslösung haben, und einer hohen Organspendezahl oder Organtransplantationszahl gebracht. Und das ist natürlich, wir alle wissen doch, dass das hier überhaupt nicht stimmt. Die Kollegin Baerbock hatte schon gesagt, in vielen Ländern geht es nach dem Herztod. Natürlich hat man dann viel mehr Organspender. Außerdem, Spanien wendet die Widerspruchslösung doch überhaupt nicht an. Das haben wir doch gehört und das wissen wir doch hier alle. Und um noch etwas anzuführen, Bulgarien zum Beispiel hat die Widerspruchslösung und hat viel schlechtere Zahlen als wir. Also hier das als Grund anzuführen, das ist doch nun wirklich daneben. Wichtig sind die Organisationsstrukturen, das wurde auch schon gesagt und es wurde auch schon die Zahl genannt. Leider hatten wir in der Vergangenheit teilweise unter 10% der Hirntoten, die dann wirklich auch gemeldet wurden. Und da müssen wir ansetzen. Da hoffen wir, dass unser Gesetz, was wir verabschiedet haben, auch wirkt. Und wenn es nicht wirkt, müssen wir eben da nachbessern. So, aber jetzt komme ich noch mal zu einem Argument, der mir sehr wichtig ist. Herr Spahn, Sie haben immer wieder betont, es sei keine Pflicht, Ihre Widerspruchslösung zur Spende, aber eine Verpflichtung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, das ist richtig. Aber was ist denn in der Zeit? Man braucht doch Zeit dafür. Ich selber konnte meine Entscheidung auch nicht innerhalb von einem Tag treffen. Dazu braucht man Zeit. Und in dieser Zeit, wo man sich mit dem Thema beschäftigt und sich noch nicht endgültig entschieden hat, ist man nach Ihrer Widerspruchslösung automatisch Organspender. Und das kann nicht sein. Warum ist mir das so wichtig? In dieser Woche hat mich ein Transplantationschirurg oft versucht anzurufen, ich habe ihn dann zurückgerufen, ich habe mit ihm gesprochen und es war ihm sehr wichtig, mir Folgendes zu sagen, und ich darf zitieren: Wenn die Widerspruchslösung kommt, müsste ich bei der Organentnahme einen mir unbekannten Willen umsetzen, denn ich weiß nicht, ob eine Zustimmung vorliegt. Dabei habe ich ein schlechtes Gefühl. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, genau das ist der Punkt. Wir finden, es gebietet der Respekt vor der individuellen Entscheidung eines jeden Einzelnen, dass gerade bei dem wichtigen Thema Organspende eine ausdrückliche Zustimmung Voraussetzung ist. Sonst nehmen wir den Menschen das Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper und verstoßen gegen die Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist unantastbar. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Georg Nüsslein. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, in meinem engsten Umfeld prüft gerade die zweite Ehefrau, ob sie ihrem Mann eine Niere spenden kann. Eine andere hat diese Prozedur der Lebensspende bereits hinter sich. Sie werden jetzt wahrscheinlich denken, ein grandioser Liebesbeweis. Ich sage Ihnen, ja, ein Liebesbeweis, aber ein unnötiger.
Denn Fakt ist, wir haben in diesem Land zu wenig Spenderorgane. Uns alle eint der Wille, daran etwas zu ändern. Die einen sagen, wir machen ein bisschen mehr an Informationen, und die anderen sagen, wir wollen einen Paradigmenwechsel, einen großen Schritt gehen, etwas komplett ändern. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich stimmt es, was hier vorgetragen wird. Die Misere in Deutschland hat mehrere Ursachen. Die organisatorischen Themen sind Teil davon, und die haben wir in dieser Bundesregierung in der Tat auch adressiert und verändert. Und ich bin guter Dinge, dass das auch etwas ändern wird. Aber ich weiß auch, dass es zu wenig sein wird. Denn bei vielen, meine Damen und Herren, die leider den Hirntod erleiden in diesem Land, ist nicht ermittelbar, ob sie tatsächlich als Spender in Frage kommen. Im letzten Jahr waren es 24%, bei denen man einerseits nicht ermitteln konnte, was der Betroffene selber wollte, andererseits aber dann auch in der Bredouille die Angehörigen widersprochen haben. Worum geht es uns also? Es geht darum, den eigenen Willen ordentlich zu dokumentieren, aber auch eine Entscheidung herbeizuführen. Und angesichts dessen, was wir hier diskutieren, und angesichts dessen, worum es auch den Betroffenen geht, nämlich um ihr eigenes Leben, wird man doch verlangen können, dass man sich in diesem Land entscheidet. Wenn ich Sie nun frage, meine Damen und Herren, wenn Sie selber oder eines Ihrer Kinder betroffen ist, wenn Sie nur noch mit Spende, Organspende überleben können, was wollen Sie dann? Dann wird im Normalfall heißen, dann möchte ich ein Spendeorgan. Und meine Damen und Herren, wenn das der Normalfall ist, dass man dann ein Spendeorgan will, dann muss doch auch der Normalfall sein, dass man spendebereit ist. Das ist doch ein Zusammenhang, den kann man doch bei jeder ethischen Betrachtung an der Stelle nicht aufheben. Und dann macht es auch Sinn, meine Damen und Herren, von diesem Normalfall der Spendenbereitschaft aller auszugehen, und nur den Widerspruch zu dokumentieren, und da hat der Kollege sonst vollständig recht, das ist ja auch ein Recht auf Widerspruch. Übrigens eine Freiwilligkeit, die ganz genauso erhalten bleibt. Ich kann überhaupt nicht erkennen, wie man den Menschen an der Stelle die Freiwilligkeit der Spende abnimmt. Ganz im Gegenteil, wir sagen nur, du musst dich entscheiden. Und das halte ich für durchaus angemessen und spricht übrigens auch. Auch das, was ich gerade mit dem Normalfall beschrieben habe, entspricht auch der Realität in Deutschland. Und wir haben es schon gehört, 84% der Menschen sind ja grundsätzlich spendebereit. Es ist uns nur noch nicht gelungen, ein ordentliches Dokumentationssystem zu finden. Wie geht das nun mit dem Widerspruch, über den wir hier diskutieren? Am einfachsten und am niedrigschwelligsten dadurch, dass Sie einem Familienmitglied sagen, ich will das nicht. Sie müssen sich nun nicht mal registrieren, und das ist die doppelte Widerspruchslösung an der Stelle, und das möchte ich ganz besonders herausstellen. Sie müssen nicht zum Amt, Sie können auch, Frau Kollegin Dugnus, dem Verwandten sagen, ich bin noch in der Überlegungsphase, ich habe mich noch nicht entschieden, auch das geht. Und Sie können auch, im Register anmelden, dass Sie es für sich nicht selber entscheiden können, dass Sie im Ernstfall beispielsweise der Sohn entscheidet. Natürlich können Sie das festlegen. Doch, das ist in, lesen Sie halt den Änderungsantrag. Ich beschreibe jetzt gerade unseren Vorschlag, und dann können Sie doch nicht sagen, das geht gar nicht. Ich meine, das ist unser Vorschlag, dem müssen Sie zustimmen, dann werden Sie sehen, dass das am Ende des Tages auch geht. Ansonsten können Sie da ein Ja vermerken. Sie können ein Ja eingeschränkt vermerken, auch nur bezogen auf bestimmte Organe, so wie Sie es in Ihrem Spendeausweis tun können, und Sie können natürlich auch ganz klar Nein sagen. Ich sage an die Juristen, die sagen, das ist ganz furchtbar, es gibt, ich zitiere da nicht BGB und HGB, das ist unangemessen, gebe ich Ihnen vollständig recht, aber es gibt eine Parallele schon. Wenn Sie heute keine Patientenverfügung machen, meine Damen und Herren, dann müssen Sie mit den Folgen klarkommen, nämlich dass Sie lebenserhaltende Maßnahmen erdulden müssen. Insofern führt das Schweigen dazu einer sehr, sehr weiterreichenden Konsequenz. Meine Damen und Herren, das ist in der Tat ein Paradigmenwechsel. Ich sage an die Statistiker von Ihnen, und wäre es nur ein Menschenleben, das wir am heutigen Tage an der Stelle retten könnten, hätte sich die ganze Angelegenheit rentiert. Ich bitte herzlich um Zustimmung. Jetzt hat das Wort die Kollegin Katrin Vogler.
Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, Herr Nüßlein, wenn ich die Sicherheit hätte, dass wir durch die Widerspruchsregelung auch nur ein einziges Menschenleben real retten würden, dann würden wir vielleicht eine andere Diskussion führen oder diese Diskussion auch nicht führen. Ich beschäftige mich ja jetzt seit 2011 mit dem Thema und das ist mir persönlich auch sehr nah, weil es ist ja kein abstraktes, theoretisches Problem, über das wir hier reden, sondern weil es eben um Menschenleben und Gesundheit geht, ein sehr emotionales. Und deshalb waren wir auch bisher hier in diesem Hause einig, dass wir Veränderungen sehr konsensorientiert und breit anlegen wollten. Und ehrlich gesagt, Herr Spahn, es hat mich schon gewundert, dass Sie und wie Sie mit diesem Vorstoß von diesem Konzept, von diesem Weg abgewichen sind. Und mich wundert schon, dass oft ein Widerspruch konstruiert wird zwischen den Menschen, die Organe spenden und diejenigen, die auf ein Spenderorgan angewiesen sind. Weil wir reden ja über dieselben Menschen. Vorgestern habe ich erst mit einer guten Freundin telefoniert, die seit etwa einem Jahr nach einem Nierenversagen auf die Dialyse angewiesen ist. Für die war das letzte Jahr wirklich das Schlimmste in ihrem bisherigen Leben. Und sie will unbedingt wieder arbeiten und auch politisch aktiv sein, aber all das ist im Augenblick nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen in weite Ferne gerückt. Es ist ganz klar, sie braucht in absehbarer Zeit eine Organtransplantation, um überhaupt weiterzuleben. Und diese Freundin hat mein Engagement für die Verbesserung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende von Anfang an kritisch verfolgt und ist inzwischen auch ganz inhaltlich auf meiner Seite. Sie hat mich gebeten, dass ich ihr als Betroffene hier eine Stimme gebe, damit Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen können. Sie sagte zu mir, ich bin selbst seit vielen Jahrzehnten Organspenderin. Ich habe einen Ausweis, das ist für mich selbstverständlich. Aber es ist für mich auch wichtig, dass ich das freiwillig entscheide. Ich will nicht dazu genötigt werden, irgendwo hinzugehen, um dort zu sagen, was ich nicht will. Für mich ist die Organentnahme etwas Respektvolles, Angesehenes. Und ich möchte, dass das so bleibt. Mir behagt es nicht, sagte sie, dass unsere Körper als Warenlager für Organe betrachtet werden. Ich habe das Gefühl, sie werden so zu einer Ware, die genutzt und verwertet werden kann. Und das bedeutet für mich, dass wir den Respekt verlieren. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagt eine Frau, die nicht nur für die Organspende nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist, sondern auch eine riesige Hoffnung. Sie hat einfach ein ungutes Gefühl dabei, bei der Vorstellung, dass Menschen keine freie Entscheidung über ihren Körper mehr treffen können, sondern sich bei einer Behörde als Nichtspender registrieren lassen müssen. Und diese Skepsis, die teile ich vollkommen. Ich finde, sie hatte auch ein feines Gespür für das, was viele Menschen empfinden und warum die Widerspruchsregelung absolut keine Garantie dafür bietet, dass es am Ende mehr Spendenorgane gibt. Auch wenn Sie das sicherlich nicht wollen, sät doch Zweifel und verstärkt bereits vorhandene Ängste. Denn wenn wir von den Menschen erwarten, dass sie der Organspende vertrauen, dann sollten wir doch auch ihnen das Vertrauen entgegenbringen, dass sie als soziale Wesen fähig sind zur Solidarität und zur Uneigennützigkeit. Aber verlangen oder gar anordnen dürfen wir das doch nicht. Sie sagen uns nun, dass ja jeder auch ganz frei widersprechen kann. Das geht meiner Ansicht nach aber an der Lebensrealität vieler Menschen in diesem Land vorbei. Ich kenne eine Reihe Leute, die dazu nicht in der Lage sind oder die von Informationen nicht erreicht werden. Dabei denke ich etwa an wohnungslose Menschen. Wie sollen die informiert werden über ihre Pflichten und Rechte aus diesem Gesetz? Oder Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen? Was ist mit den etwa 7 Millionen funktionalen Analphabeten? Oder gar mit den Menschen, die aus Angst vor Rechnungen, Mahnungen, Gerichtsvollziehern überhaupt nicht mehr ihre Post öffnen? Menschen, denen eine Depression vielleicht nicht ihre Fähigkeit zur Entscheidung geraubt hat, aber doch die Fähigkeit, das umzusetzen. Und ehrlich gesagt, in meiner Lebenswelt haben 16-Jährige ganz andere Dinge im Kopf, als sich mit ihrer, und auch 18-Jährige, lieber Jens Spahn, als sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Und die haben auch das verdammte Recht darauf, das in dieser Phase nicht zu tun. Menschen, die ohnehin ständig Angst vor Diskriminierung und Ausgrenzung und Stigmatisierung haben, die werden auch nicht zum Amt gehen und sagen, hallo, ich möchte kein Organspender sein, aber ich kann nicht lesen und schreiben. Können Sie mir mal bitte mit dem Formular helfen? Das ist völlig lebensfremd. Und deswegen
finde ich, wir müssen Gelegenheiten zur positiven Entscheidung, zur positiven Information, zum Gespräch bieten. Und das tun wir mit unserem Gesetz zur Förderung der Entscheidungsbereitschaft. Und deswegen bitte ich Sie, dem zahlreich zuzustimmen. Dr. Robby Slund ist der nächste Redner. Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Gäste auf den Rängen. Die Freiheit der bewussten Entscheidung zur Organspende des Einzelnen ist ein hohes Gut in Deutschland, das es immer und immer wieder zu verteidigen gilt. Aber nicht nur das, es erfordert vor allem eins, eine intensive Beschäftigung mit diesem Thema. Es muss das für und wieder im ganz persönlichen, im familiären, im gesellschaftlichen, ja auch im religiösen Kontext gesehen und auch immer wieder abgewogen werden, meine Damen und Herren. Diese Entscheidung kann und darf von keinem Dritten abgenommen werden, ob nun als Lebensspende oder Organentnahme nach dem Hirntod. Deshalb, meine Damen und Herren, ist die Widerspruchslösung absolut inakzeptabel und ein Eingriff in die freiheitlichen Grundrechte unserer Bürger dieses Landes. Die Menschen hier wird die selbstverantwortliche Bestimmung über sein Leben und in seinen Körper nach dem Tod weggenommen und durch die Fremdverantwortung des Staates ersetzt. Otto von Bismarck sagte dazu einmal, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit. Deshalb, lieber Herr Spahn und lieber Herr Lauterbach, wir hatten gestern schon bei Phoenix darüber diskutiert, haben Sie doch Vertrauen in die gelebte Verantwortung unserer Menschen in Deutschland, dass Sie diese Entscheidung selbst fällen können. Dazu müssen Sie aber vor allem eins machen, Regelungen schaffen, die Vertrauen in die Institution der Organspende wiederherstellen. Denn die Menschen haben in der Vergangenheit das Vertrauen in die Organspende verloren. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Vorfälle wieder aufzählen, wir haben sie auch schon gehört. Eine Widerspruchslösung löst das Problem nicht, sondern es verschärft es sogar. Und das ist die Tatsache. Sie werden sehen, dass viele Menschen gerade aus Trotz, weil ihre Freiheiten beschnitten werden, einen Widerspruch einlegen, obwohl sie im Grunde nichts gegen eine Organspende, nicht gegen eine Organspende sind. Und glauben Sie mir, ganz ehrlich, wenn man einmal einen Widerspruch abgegeben hat, dann wird das Fass nie wieder aufgemacht. Fire and forget, meine Damen und Herren. Eine erweiterte, problemorientierte Entscheidungs- und Zustimmungslösung in unserem Antrag, auch Vertrauenslösung genannt, meine Damen und Herren, gibt den Menschen die Sicherheit, sich klar selbstverantwortlich für eine Organspende zu entscheiden. Dazu muss wieder Vertrauen aufgebaut werden. Durch erstens verbesserte einheitliche Qualitätsstandards in den Entnahmekrankenhäusern, zweitens einheitliche QM-Systeme für Transplantationsbeauftragte in der Weiterbildung und der Verfahrensweise und drittens die Übertragung der Aufsichts- und Kontrollpflichten auf eine unabhängige öffentliche rechtliche Institution. Und last but not least, denken Sie bitte über die Schaffung eines Entscheidungsregisters, eines Dialyseregisters nach und verknüpfen Sie es mit dem Transplantationsregister und motivieren Sie bitte die freiwilligen Organspender mit Aufklärungskampagnen und extra Bonuspunkten auf der Priorisierungsliste. Deshalb, liebe Kollegen, empfehle ich Ihnen dringend, lehnen Sie beide Gesetzesentwürfe ab. Damit bleibt zunächst der Status quo der freien Entscheidung für die Bürger in Deutschland erhalten. Und stimmen Sie für unseren Antrag der Vertrauenslösung, der die unterdurchschnittliche Spendenbereitschaft in Deutschland der Wurzel packt und das Problem direkt löst. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Oppermann. Herr
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, uns allen ist bewusst, dass wir heute eine Entscheidung von großer Tragweite zu treffen haben. Viele Menschen verfolgen diese Debatte mit großer Aufmerksamkeit. Nicht nur die 10.000 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, schwerkranke Menschen, zum Teil bereits in Lebensgefahr, in großer Not, sondern auch ihre Angehörigen und Freunde, die jeden Tag das Leid unmittelbar erleben. Und deshalb verbinden viele mit der heutigen Abstimmung, große Hoffnungen. Aber diese Hoffnung werden wir enttäuschen, wenn wir uns für ein nur leicht verändertes Weiter-so mit der Zustimmungsregelung entscheiden. Denn in allen Ländern, in denen es die Widerspruchsregelung gibt, in fast allen Ländern, darunter 22 EU-Länder, ist die Bereitschaft zur Organspende und damit die Chance, Leben zu retten, größer als in Deutschland. Und es wird immer Spanien herangezogen. Schauen wir nur auf unser Nachbarland Österreich. 2018 gab es 24,5 Spenden pro 1 Million Einwohner. In Deutschland waren es dagegen nur 11,5. Und im Eurotransplantverbund ist Deutschland das einzige Land ohne Widerspruchsregelung. Ich kann ja durchaus verstehen, dass es Menschen gibt, die ein Unbehagen haben bei der Widerspruchsregelung, weil sie sich dadurch mit ihrem eigenen Tod oder mit den Konsequenzen ihres eigenen Todes auseinandersetzen müssen. Dadurch wird aber nicht das Selbstbestimmungsrecht der Menschen verletzt oder beeinträchtigt. Ganz im Gegenteil. Die Widerspruchsregelung will ja gerade die Menschen dazu bringen, das Selbstbestimmungsrecht auch tatsächlich auszuüben, zu entscheiden, ob sie Spender oder Nichtspender sein wollen. Und das ist auch legitim. Wenn wir als Gesetzgeber denjenigen, die definitiv keine Spender sein wollen, einen einfachen, formlosen und unbürokratischen Widerspruch zumuten, der weder begründet noch gerechtfertigt werden muss, dann ist das kein Verstoß gegen die Grundrechte, sondern nach Auffassung unseres nationalen Ethikrates eine in jeder Hinsicht zulässige und verhältnismäßige Regelung. Denn der Staat schützt nicht nur diejenigen, die in Ruhe gelassen werden wollen. Der Staat hat eine Schutzpflicht für das menschliche Leben. Dazu muss er einen Rahmen schaffen, in dem die Möglichkeiten der freiwilligen Organspende auch tatsächlich ausgeschöpft werden können. Und das tut er im Moment nicht. Wenn 84% der Deutschen eine positive Haltung zur Organspende haben, aber trotzdem jedes Jahr 1.000 Menschen auf der Warteliste für Spenderorgane sterben müssen, dann kann etwas mit unseren Regeln für die Organspende nicht richtig sein. Aus meiner Sicht ist der entscheidende Fehler im geltenden Recht der Ausnahmecharakter der Organspende. Und genau das wird mit der Widerspruchsregelung sich ändern. Denn sie macht die Organspende zum gesetzlichen Regelfall, zur gesellschaftlichen Normalität. Also nicht mehr Ausnahmezustand, sondern ein ganz natürlicher Akt der Menschlichkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass der gesetzliche Paradigmenwechsel auch einen Mentalitätswechsel zur Folge haben wird. Eine Mentalität, bei der Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Solidarität im Vordergrund stehen. Wer das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, absolut setzt, gleichsam als Supergrundrecht, das sich gegen alle anderen Belange durchsetzt, der verhindert am Ende, dass sich bei uns eine Kultur der Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe entfalten kann. Deshalb gibt es nichts Absolutes, sondern es muss abgewogen werden. Das Recht auf Schweigen, das Recht in Ruhe gelassen zu werden auf der einen Seite und die Bitte um lebensrettende Hilfe, das Recht auf Leben auf der anderen Seite. Und für mich persönlich hat Letzteres einen höheren Stellenwert. Diese Bewertung steht übrigens auch im Einklang mit unserem Grundgesetz.
mit dem Menschenbild unseres Grundgesetzes. Bei dem steht nämlich nicht das auf sich selbst bezogene egoistische Individuum im Mittelpunkt, sondern der gemeinschaftsbezogene, gemeinschaftsgebundene Mensch. So hat es das Bundesverfassungsgericht formuliert. Sie mögen das nicht gut finden, aber so hat es das Bundesverfassungsgericht formuliert. Das ist auch mein Menschenbild. Deshalb stimme ich für die erweiterte Widerspruchsregelung und bitte Sie, das auch zu tun. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Rachen. Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, immer noch sterben in Deutschland 3 Menschen am Tag, weil sie vergeblich auf ein Spenderorgan warten. Deshalb sind wir uns alle einig im Ziel, wir brauchen mehr Organspender in Deutschland. Was aber ist ethisch und politisch der richtige Weg, um die Zahl der Organspenden tatsächlich zu erhöhen? Die Antwort kann für mich nur in der Stärkung der freiwilligen Entscheidungsbereitschaft eines jeden Einzelnen liegen. Deshalb müssen wir die Bürgerinnen und Bürger noch intensiver aufklären, befragen und dazu ermutigen. Leider gibt es hierfür keine ethisch überzeugende Abkürzung. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, das Recht auf körperliche Unversehrtheit unter Vorbehalt zu stellen. Gemeinsam haben die evangelische Kirche und die katholische Kirche gegen die vorgeschlagene Widerspruchsregelung erheblichste rechtliche, ethische und auch seelsorgerische Bedenken geäußert. Diese Bedenken teile ich. Denn im europäischen Vergleich zeigt sich, dass Staaten mit Widerspruchslösung nicht automatisch mehr Organspender haben als Länder mit Zustimmungslösung. Die eigentlichen Zugewinne bei Spenderzahlen in Spanien und Belgien wurden durch Struktur- und Organisationsverbesserung erreicht. Dort wird jedoch auch nach Herztod explantiert. Die deutsche Rechtslage ist hier, wie ich finde, richtigerweise anders. Zu Recht kritisieren unsere christlichen Kirchen, dass die Widerspruchsregelung die ja ganz wichtige Rolle der Angehörigen vernachlässigt, gerade im emotionalen Ausnahmezustand des Sterbeprozesses. Es ist ein eklatanter Wertungswiderspruch, wenn das Recht auf Selbstbestimmung über meine eigenen Daten künftig höher bewertet wird als mein Recht auf die körperliche Unversehrtheit. Und es ist zutiefst problematisch, wenn die Verfügungshoheit über die eigene körperliche Unversehrtheit erst und nur durch einen Widerspruchsakt zurückgewonnen werden kann. Das verändert das Verhältnis zwischen Staat und Bürger grundlegend, meine Damen und Herren. Die Organspende verdient aus christlicher Perspektive höchste Anerkennung als Akt der Nächstenliebe und Solidarität über den Tod hinaus. Nächstenliebe kann aber, und das ist doch eigentlich jedem auch klar, nicht staatlich eingefordert werden, sondern sie gedeiht nur da, wo es auch Freiheit gibt. Wie der Begriff der Organspende schon sagt, sollte diese Entscheidung freiwillig getroffen werden. Eine Spende, die nicht dem freien Willen entspringt, ist auch keine Spende. Wissen Sie, die Entscheidung für oder auch gegen eine Organspende, sie ist wahrlich eine sehr persönliche Entscheidung über das eigene Sterben. Da der Mensch seine Würde im Sterben und im Tod behält, bedarf die Freiheit bei dieser sensiblen, Entscheidung durch den Staat eben nicht beschnitten werden.
Die Würde des Menschen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie jeder Verfügung durch andere Menschen oder staatliche Kräfte entzogen ist. Und unsere kulturelle Prägung, wie unsere Rechtsordnung sagen, die Durchsetzung auch von nachvollziehbaren Interessen endet an der Grenze, die durch die Integrität und die Freiheit der anderen Person bestimmt ist. Insofern ist die Organentnahme und die Verlängerung des Sterbeprozesses nur dann gerechtfertigt, wenn sie dem ausdrücklichen Willen des Sterbenden entspricht. Für seine Zustimmung dürfen und wollen wir werben, können sie aber nicht stillschweigend voraussetzen. Schweigen darf nicht als Zustimmung gelten. Ausgehend vom christlichen Bild des selbstbestimmten Menschen soll jeder und jede in Freiheit und in Verantwortung vor Gott und seinen Mitmenschen über sein oder ihr Leben, über seinen und ihren Körper Entscheidungen treffen können. Deshalb setze ich mich für den Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende ein und bitte hierfür um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gita Konnemann. Haben Sie schon einmal auf einen Anruf gewartet, der Ihr Leben verändern wird? Und Sie warten und warten und warten. Dann wissen Sie, dass Minuten zu einer halben Ewigkeit werden können. Mein Mitarbeiter Wendt hat 3 Monate gewartet. 130.000 Minuten. Auf einen Anruf, auf den Anruf. Wir haben ein Organ für Sie. Wendt, 33 Jahre alt, gerade Vater geworden. Nur einen Monat nach der Geburt seines Kindes wurde eine lebensgefährliche Erkrankung festgestellt. Eine Transplantation war die einzige Hoffnung, aber der Anruf kam nicht. Wendt starb am 17. Juli. Meine Damen und Herren, wir entscheiden heute über Zeit. Nicht nur Wartezeit. Wir entscheiden heute über Lebenszeit. In diesem Moment warten, hoffen 10.000 Menschen auf ein Organ. Uns alle hier in diesem Haus verbindet ein Ziel. Wir wollen Ihnen helfen, wir wollen Leben retten. Deshalb kämpfe ich für die Widerspruchslösung. Ohne Frage, diese ist kein Allheilmittel. Transplantationsbeauftragte brauchen mehr Zeit, Entnahmekrankenhäuser mehr Geld, aber all das haben wir inzwischen auf den Weg gebracht. Jetzt ist noch eine Frage offen. Darf der Staat von seinen Bürgern eine Entscheidung verlangen? Für bzw. gegen eine Organspende? Nur darum geht es. Nicht um einen Zwang zur Organspende. Dieser stand nie zur Diskussion und diesen darf es niemals geben. Aber ist es nicht zumutbar, sich darüber Gedanken zu machen und sich zu entscheiden? Meine Antwort lautet, ja, es ist zumutbar. Es gibt andere Bereiche, in denen wir als Gesetzgeber schon heute Entscheidungen vom Bürger abverlangen. Und hier geht es um Leben und Tod und nichts ist wichtiger. Das Recht auf Selbstbestimmung bleibt unangetastet. Auch die individuelle Freiheit. Wer eine Entnahme ablehnt, wer Zweifel hat, muss nicht spenden. Ein einfaches Nein reicht. Die Entscheidung kann jederzeit widerrufen werden, ohne Angabe von Gründen. In Zweifelsfällen werden die Angehörigen befragt, ob ihnen ein Widerspruch bekannt ist. Das ist die doppelte Widerspruchslösung. Diese Praxis
wird in vielen anderen Ländern Europas schon gelebt. Länder, die uns über Eurotransplant lebensrettende Organe zur Verfügung stellen. Bislang. Ohne Frage. Am besten wäre es, wenn jeder von uns einen ausgefüllten Organspendeausweis in der Tasche hätte. Aber die Realität sieht anders aus. In Deutschland werden Jahr für Jahr aber Millionen Ausweise ausgegeben. Dort oben auf der Tribüne sitzt die Vorsitzende des Vereins Organtransplantierter Ostfriesland, Barbara Backer, die auf jedem Markt, auf jedem Fest steht und versucht, Menschen zur Organspende zu motivieren. Jeder Krankenversicherte erhält schon heute mit Vollendung des 16. Lebensjahres ein Exemplar. Sie liegen überall aus, aber die meisten werden nicht ausgefüllt. Sie werden verdrängt, sie werden vertagt, vergessen. Und daran wird der Hinweis auf dem Bürgeramt bei der Abholung eines Personalausweises nichts ändern. Appelle reichen nicht. Hausärzten fehlen die Ressourcen. Nur die Widerspruchslösung wird dazu führen, dass es zu einem Mentalitätswechsel kommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben über dieses Thema auch im Sommer debattiert. Ich sprach damals über das Warten in Angst. Nach der Debatte meldete sich Wendt zum letzten Mal bei mir, wohl wissend, dass jede Regelung für ihn zu spät sein würde. Liebe Frau Konnemann, ich habe Ihre Rede gehört. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, schrieb er mir aus seiner, wie er es nannte, Matratzengruft. Deshalb bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, inständig, heute für die Widerspruchslösung zu stimmen. Für Wendt, für alle, die noch warten, für Lebenszeit. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir tragen heute eine ganz besondere Verantwortung. Wir wollen das Organspendewesen verbessern, damit die Menschen, die händeringend auf ein Spendeorgan warten, auch eines bekommen. Und wir entscheiden heute aber auch über das Verhältnis Staat-Bürgerin-Bürger-Staat. Ich stehe für unseren Gesetzentwurf für eine freie Entscheidung. Es wäre ein Fehler, die Widerspruchsregelung einzuführen. Die Widerspruchsregelung ist keine Lösung. Die Widerspruchsregelung weckt Erwartungen, die sie nicht erfüllen kann. In Spanien, dem Organspendeweltmeister, galt die Widerspruchsregelung formal seit 1979 ohne Effekt. Erst als dort die Abläufe verbessert wurden, stieg die Organspenderate sprunghaft an. In Deutschland wurden 2018 von den 27.000 möglichen Organspenderinnen und Organspendern, also den Menschen, die an einem Hirntod verstorben sind, nur 8,2% an die DSO gemeldet. Das ist viel zu wenig. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Das A und O für mehr Organspenden sind die Strukturen und Vertrauen. Für die Strukturverbesserung haben wir mit dem Gesetz vom letzten Jahr die Weichen gestellt. Wie schaffen wir nun Vertrauen? Durch Transparenz und Freiwilligkeit. Unser Gesetz für eine freie Entscheidung steht genau dafür, für Aufklärung, Beratung, Selbstbestimmung. Die Widerspruchsregelung hingegen setzt auf die Uninformiertheit und Trägheit der Bevölkerung. Das untergräbt Vertrauen. Schweigen darf nicht Zustimmung bedeuten. Wenn ich als Ärztin jemand eine Spritze geben will, dann muss ich um das Einverständnis fragen. Zu Recht. Wenn ich als Politikerin meinen Newsletter verschicken will, dann geht das nur mit Zustimmung. Zu Recht.
Und bei etwas so zutiefst Persönlichem wie der Frage, ob ich nach meinem Tod Organspenderin sein will, soll Schweigen auf einmal Zustimmung bedeuten? Das kann doch nicht sein. Jede Person muss das Recht haben, sich nicht zu äußern, ohne dass das körperliche oder rechtliche Folgen hat. Sie behaupten zwar, Herr Spahn, Frau Sitte, dass sich jede und jeder frei entscheiden könne, doch die erheblichen Zweifel, die auch in der Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Tragen kamen, die konnten Sie nicht ausräumen. Es gibt Menschen, die zu bestimmten Zeiten ihres Lebens aufgrund ihrer Lebensbedingungen sich eben nicht mit dem Tod konfrontieren können, die es nicht schaffen, rechtzeitig zu widersprechen. Was ist mit Obdachlosen, mit Leuten, die nicht Deutsch sprechen, mit Menschen in einer psychischen Krise? Wir können doch nicht wollen, dass gerade den Schwächsten der Gesellschaft bei Einführung der Widerspruchsregelung nach ihrem Tod möglicherweise gegen ihren Willen Organe entnommen werden. Die Schwächsten in der Gesellschaft, die müssen wir doch schützen. Es ist unmöglich, alle Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht erklären können, zu identifizieren. In der Anhörung haben Sie wörtlich gesagt, Frau Sitte, ich zitiere aus dem Protokoll, Sie werden bei der Überarbeitung des Gesetzentwurfs genau in diese Richtung noch mal klären und präzisieren. Doch! Es gibt keine Klärung, keine Präzisierung, keine Änderung Ihres Gesetzesentwurfs, der verhindert, dass Menschen im Zweifel gegen ihren Willen Organe entnommen werden. Diese Logik der Nützlichmachung, diese Logik des Utilitarismus, die finde ich gefährlich. Mich hat sehr beeindruckt, wie ein Betroffener in der Anhörung geschildert hat, was für ein Geschenk es für ihn war, eine Niere zu bekommen, die ihm das weitere Leben ermöglicht. Es ist für ihn wichtig zu wissen, dass diese Niere bewusst gespendet wurde. Die aktive Zustimmung, die ist die richtige Grundlage für die Organspende. Ich habe Menschen therapeutisch begleitet, die auf Spendeorgane warteten, die Spendeorgane bekamen und endlich weiterleben konnten. Angehörige, die eingewilligt haben, Organe ihrer Angehörigen zu spenden. Viele Schicksale, viele ganz unterschiedliche Menschen, bei denen es um Sterben, Tod und Leben ging. Ich will, dass wir das Organspendewesen verbessern. Und das wird gelingen mit der Verbesserung der Strukturen und mit Vertrauen. Die Widerspruchsregelung wird dem nicht gerecht. Sie gefährdet das Vertrauen. Ich bitte Sie, stimmen Sie für unser Gesetz, für die freie Entscheidung. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dieter Janicek. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod ist für viele von uns schmerzlich. Für mich ist sie zweifellos schmerzlich. Für viele von Ihnen, für viele Menschen ist sie eine Zumutung. Wir verdrängen den Tod lieber, als ihn uns vor Augen zu führen. Und das ist menschlich. Aber das ist wohl auch der wesentliche Grund, warum zwar über 80% der Menschen im Land einer Organspende positiv gegenüberstehen und sogar über 90% bis zu 98% würden im Zweifelsfall eine Organspende annehmen, aber nur ein gutes Drittel unserer Bevölkerung hat sich aktiv für einen Organspendeausweis entschieden und deutlich weniger sind dann im Ernstfall als Organspender erkennbar. Und weil das so ist, und das kann man Ihnen von der Entscheidungslösung nicht ersparen, weil das so ist, sterben jährlich mehr als 1000 Menschen in Deutschland, deren Leben durch eine Organspende hätte gerettet werden können. Ganz zu schweigen von tausenden Schwerstkranken, die ohne optimale Therapie bleiben, deren Lebensqualität massiv beeinträchtigt ist. Und deshalb müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, tun wir in dem jetzigen System einer Entscheidungslösung, die gibt es ja schon heute, wirklich genug,
Oder sollten und müssen wir nicht den Schritt wagen, es jedem und jeder zuzumuten, sich mit der Organspende nach dem Tod auseinanderzusetzen? Ich meine ja, denn alle haben im Notfall ja auch den Anspruch auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Ist es für rund 70 Millionen Menschen im Alter, im Land, die 17 Jahre oder älter sind, unzumutbar, nach dreimaliger Information aufgefordert zu werden, eine Entscheidung für oder gegen die Organspende zu treffen? Ich meine nein, denn es kann in einer Solidargemeinschaft zugemutet werden, eine Entscheidung zu treffen, die das Leben und Überleben von Tausenden betreffen kann. Und ich meine, wir brauchen auch deshalb Klarheit über die Entscheidung des Einzelnen, weil aktuell über 40% der Ablehnungen einer Transplantation allein auf Entscheidungen von Angehörigen beruhen. Gerade dann, wenn Angehörige den Willen des Verstorbenen oft nicht kennen, lehnen sie oft intuitiv ab. Und wir bürden ihnen damit eine enorme Last auf. Diesen Zustand sollten wir beenden. Jetzt komme ich zur Frage der Evidenz. Da muss ich sagen, bin ich aufgewühlt. Weil ich finde, es ist eine Werteentscheidung, die man in die eine oder andere Richtung treffen kann. Und ich habe hohen Respekt vor beiden Meinungen hier im Haus. Aber wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass in allen Staaten mit Widerspruchslösungen es im Verhältnis zur Bevölkerung mehr realisierte Organspenden gibt als bei uns. Der Hirntod wurde angeführt. Österreich ist unser Nachbarland, nicht Spanien. In Österreich ist die Anzahl der Organspenden doppelt so hoch als bei uns. Kulturell nahestehend, ähnliches System, doppelt so hohe Organspende. Es gibt aktuell eine Metastudie, World Journal of Surgery, Meta-Analyse weltweit. 21-76% ist der globale Anstieg nach Einführung der Widerspruchslösung der Organspenden. Es gibt einen Zusammenhang, und einfach zu behaupten, es gäbe keinen Zusammenhang, dafür braucht es schon ein gehöriges Maß Schuspe. Über 20 der aktuellen EU-Staaten machen von der Widerspruchslösung Gebrauch. Jüngst hat auch Großbritannien ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Weil in all diesen Ländern die Erkenntnis gereift ist, dass Aufklärungskampagnen und verbesserte Strukturen in den Krankenhäusern zwar notwendig sind, aber nicht hinreichend, um die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Weil die Entscheidung gereift ist, dass wir die Entscheidung den Menschen zumuten müssen. Denn wenn wir die Entscheidung nicht zumuten, müssen wir auch weiter bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ich bin das nicht. Am 30. August 2019 habe ich im Klinikum Großhadern in München, das ist mein Wahlkreis, den kleinen Daniel und seine Mutter Diana besucht. Damals wartete der nur noch Einjährige seit 281 Tagen auf ein Spenderherz. Wir sind seitdem in Kontakt. Heute sind es 420 Tage, die er mit unglaublicher Unterstützung seiner Familie, der Ärzte, Pflegekräfte auf der Station in einem 2-Meter-Radius einer kühlschrankgroßen Herzunterstützungsmaschine lebt. Egal wie die Entscheidung heute ausgeht, auf Daniels Schicksal wird sie keine Auswirkungen mehr haben. Hoffentlich muss er und seine Familie nicht mehr so lange auf eine Transplantation warten. Ich weiß, dass wir alle das gemeinsam wollen, aber lassen Sie uns heute eine Entscheidung treffen, die dem ein Ende bereitet, dass Millionen Menschen Entscheidungen vermeiden, die Leben retten können. Ich danke Ihnen. Nächster Redner ist der Kollege Otto Fricke. Geschätzter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über etwas, über das wir in unserer Gesellschaft irgendwo immer noch ungern reden. Wir reden über den Tod, über das Sterben. Und eigentlich reden wir über das Leben, das daraus erwachsen kann. Über die Möglichkeit, mit einem letzten vorherrschenden Akt dafür zu sorgen, dass wir anderen Mitmenschen helfen können. Das müssen wir uns bewusst machen. Das ist übrigens als Parlament auch unsere Aufgabe, diese ethische Überlegung nach draußen zu tragen und allen, die heute zuhören und zuschauen, immer wieder zu sagen, ihr Mitbürger, Mitmenschen, ihr seid es, die die Verantwortung übernehmen können, an dieser Stelle durch einen letzten Akt der Mitmenschlichkeit, der Nächstenliebe, Verantwortung für euren Nächsten, für einen Übernächsten und eben auch für einen Unbekannten zu übernehmen. Dazu möchten wir euch bitten, dazu möchten wir euch anleiten und möchten euch die richtige Voraussetzung geben. Das ist die Aufgabe, die wir heute haben. Es ist uns, und das kriege ich als Anwalt immer wieder mit, unangenehm darüber zu reden, über Testament, über Patientenverfügung, aber eben auch über Organspende.
ja, das ist unangenehm und ja, der erste Schritt, das zu tun, ist schwierig. Und ich weiß für mich, dass der schwierigste Schritt war, meine Kinder zu fragen, wie wäre das denn eigentlich bei uns? Denn eines vergessen wir doch immer wieder. Wir wissen nicht, ob wir den nächsten Abend noch erleben. Wir hoffen das, wir glauben das und wir leben in einer Zeit, in der das häufig so ist. Aber es kann jedem von uns passieren, dass das ganz schnell zu Ende ist. Und dann haben wir die Aufgabe, mit uns selbst das Richtige zu tun, die richtige Verantwortung zu übernehmen, die richtigen Überlegungen zu machen. Aber wir müssen es für uns tun, in unserer Verantwortung vor uns selbst und wenn wir glauben, auch vor Gott. Meine Damen und Herren, es ist aber, und das will ich dann deutlich auch sagen, die Aufgabe, dieses Schweigen als Parlament auch dadurch zu durchbrechen, dass Schweigen nicht dazu führt, dass man diese Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit vermeiden kann. Und das will ich deutlich sagen, ist für mich ein Problem an dem Punkt, wobei ich allen, die die Widerspruchslösung unterstützen, das zubilligen will, dass sie helfen will. Aber ich muss ausdrücklich sagen, wenn ich dafür sorge, dass in einem Ergebnis Schweigen eine Lösung ist, es den Menschen leichter macht zu sagen, ich setze mich damit nicht auseinander, der Staat, die Gesellschaft regelt das schon, dann widerspricht das meinem Menschenbild von Mitbürgern, die Verantwortung und Nächstenliebe übernehmen. Und deswegen stimme ich für die Zustimmungslösung. Meine Damen und Herren, es ist unangenehm. Ja, man muss darüber nachdenken, man muss darüber reden, man muss darüber entscheiden. Und ich will das ausdrücklich sagen, ja, unser Entwurf ist anstrengender, weil er zum Bürger sagt, du musst dich damit entscheiden. Ja, das ist unangenehmer. Aber ich will ausdrücklich auch sagen, entscheide dich doch wirklich, es ist dein Körper, es ist das, wo du als Letztes noch einmal etwas tun kannst. Und das will ich ausdrücklich sagen, die entscheidende Frage ist doch, was ist, wenn ich trotz aller Anstrengungen mich noch nicht entscheiden kann, wenn ich gewogen habe, mein Verstand sagt ja, mein Gefühl sagt nein, meine Angst sagt auf keinen Fall, dann muss es möglich sein, und das ist für mich wichtig, dass ich das Recht habe zu schweigen, ohne dass es die Folge hat, dass der Staat in meine Rechte eingreifen kann. Meine Damen und Herren, ich will noch auf einen Punkt unserer Rechtsordnung hinweisen. Ja, ich bin Jurist, wie viele hier, und ja, manchmal sind juristische Argumente in einer ethischen Debatte schwierige Hilfsargumente. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass wir vor einer fundamentalen Entscheidung über das Grundverständnis unserer Verfassung stehen. Über die Frage, wie sehen wir Grundrechte? Sind die Grundrechte, in diesem Falle körperliche Unversehrtheit, Menschenwürde und wenn man genauer guckt, noch manch andere, sind das Rechte, die eigentlich aus uns selbst erwachsen und die wir dem Staat, der Gesellschaft geben? Oder sind es Rechte, die Gesellschaft und der Staat geben und nehmen kann? Das Verfassungsgericht sagt das deutlich. Die Grundrechte sind in erster Linie dazu bestimmt, die Freiheitssphäre des Einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt zu sichern. Sie sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Eine Regelung aber, die sagt, der Staat greift pauschal erst einmal in deine Rechte ein, du kannst dich ja wehren, verdreht genau das, was die Mütter und Väter der Verfassung gesehen haben. Und das sollten wir heute nicht ändern. Zum Schluss, wenn ich hier ins Plenum gucke, und ich sage das auch zu denen, die uns zuhören und zuschauen, schauen Sie Ihren Nächsten an. Und das sage ich auch im Politischen. Schauen Sie Ihren Gegenüber an. Ist es dann so, dass Sie wirklich den Staat brauchen, der sagt, du bist grundsätzlich Spender für den? Oder wäre es nicht sogar so, dass der politisch völlig entgegengesetzt zu dem jeweils anderen steht, sagt, und obwohl ich dich politisch bekämpfe, bin ich bereit, als Akt meiner Nächstenliebe auch im Tode dir zu helfen. Das muss aber aus dir selbst als Mensch kommen und nicht aus § 3 Absatz 1 des Transplantationsgesetzes. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Paul Podolai. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in dieser Legislaturperiode schon einmal zum Thema Organspende entschieden. Das Organspendegesetz trat am 1.4.2019 mit dem Ziel, die Organspenden signifikant zu erhöhen in Kraft. Aber es interessiert Herrn Spahn nicht, ob die Spenderzahlen dadurch erhöht werden. Genauso wenig, wie ihn rückläufige Masernerkrankungen in Deutschland daran hindern, eine Impfpflicht einzuführen.
Er will die Auswirkungen dieses Gesetzes nicht abwarten und möchte die Widerspruchslösung einführen. Die Initiatoren versprechen sich davon eine sehr viel höhere Zahl von Organen. Dass die beiden großen Kirchen gegenüber diesem Entwurf aus einem CDU-geführten Ministerium erhebliche rechtliche, ethische und seelsorgerliche Bedenken haben, interessiert Minister Spahn überhaupt nicht. Soweit ist die ehemals christliche Partei schon gekommen. Bei der SPD wundert mich diese Position nicht. Wissenschaftliche Studien bezweifeln einen Kausalzusammenhang zwischen der Widerspruchslösung und einer erhöhten Zahl von Organentnahmen und belegen, dass die höheren Zahlen in anderen Ländern vor allem auf einer besseren medizinischen Infrastruktur und einer anderen Kriteriologie bei der Todesfeststellung, wie zum Beispiel in Spanien, entstehen. Ich warne eindringlich vor einem solchen Vorgehen, denn der Staat würde damit tief in den Kernbereich der menschlichen Existenz und Würde, die der Mensch auch im Sterben und auch über dem Tod hinaus behält, eingreifen. Die Entscheidung für eine Organspende ist deshalb eine sehr persönliche Entscheidung über das eigene Sterben. Ein Hirntoter ist höchstens ein Sterbender, aber keine Leiche. Was ihn wirklich tötet, ist die Organentnahme. Als ein Akt von hohem moralischen Wert kann eine Spende aber nicht erzwungen werden. Es besteht keine moralische Pflicht, seine Organe posthum zu spenden. Eine rechtliche Pflicht darauf, es aus diesem Grund erst recht nicht geben kann. Die Autonomie über den eigenen Körper und der persönlichen Daten wird in Deutschland sehr hoch geschrieben. Ohne explizites Einverständnis darf ein Arzt keine Spritze verreichen, haben wir schon gehört heute. Kein Werbetreibender einen Newsletter ohne Einwilligung des Empfängers versenden. Nein heißt Nein. Ja ist ein wirkliches Ja, überall. Außer bei der Organspende, wenn es nach dem CDU-Mann Jens Spahn und SPD-Mann Karl Lauterbach geht. Dann wird ein Schweigen plötzlich ein Ja. Juristisch ein Novum unseres Rechtssystems, welches selbst vor 16-jährigen Kindern keinen Halt macht. Ein Wahnsinn. Es ist ein ethischer Abgrund, wenn sich der Staat anmaßt, über die Körper seiner Bürger verfügen zu können und diese quasi enteignet. Der Sozialismus macht auch vor dem Totenbett nicht Halt. Wer stirbt, soll gefälligst noch für das Kollektiv nützlich sein. Diese sozialistische Gängelung habe ich persönlich erlebt, bevor ich aus der sozialistischen Tschechoslowakei 1982 ausgesiedelt bin, damit es meinen Kindern und Enkeln erspart bleibt. Und nun wird mir dieser Sozialismusgedanke durch eine ehemals konservative CDU wieder präsentiert. Eine echte Zumutung. Das bekräftigt erneut meine richtige Entscheidung, die Union verlassen zu haben und der einzig bürgerlichen, konservativen und freiheitlichen Partei AfD beigetreten zu sein. Grundlage für ein funktionierendes Organspendersystem ist aber das Vertrauen der Bevölkerung in das Transplantationssystem. Das schafft nur eine transparente, rechtsstaatlich geprägte Organisation, wie es die AfD fordert. Keine Stiftungen oder Vereine. Das ist der richtige Weg. Der staatlich-sozialistische Zwang führt nicht zu mehr Spenden. Ich vermute das Gegenteil und appelliere an Sie, erteilen Sie der Widerspruchslösung eine klare Absage. Versuchen wir stattdessen gemeinsam durch bessere Aufklärungskampagnen die Zahl der freiwilligen Spender zu erhöhen. Und noch wichtiger wäre mir, durch mehr Prävention die Zahl der benötigten Spenderorgane zu senken. Lassen Sie uns in der Zukunft keinen Ersatzteillager Mensch schaffen, sonst droht uns eine Kommerzialisierung des Körpers. Das ist der absolut falsche Weg in der Medizin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Matthias Bartke. Herr Präsident,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass wir uns für die schwierige Frage Zustimmungs- oder Widerspruchslösung so viel Zeit genommen haben. Mir kam das zugute, denn ich habe im Laufe der Debatte meine Meinung geändert. Ich war nämlich ursprünglich für die Zustimmungslösung. Ich fand es ethisch geboten, dass man auf jeden Fall vor dem Tod seine Zustimmung zu einer Organentnahme erklären muss. Das Recht auf Unversehrtheit des Körpers müsse auch noch nach dem Tode gelten. Alles andere sei ja wohl eher eine Organabgabepflicht als eine Organspende. Doch dann habe ich immer mehr gelesen und viele Gespräche geführt. Und langsam hat sich meine Meinung geändert. Und dann habe ich Lilly kennengelernt. Lilly ist ein 9-jähriges Mädchen aus meinem Wahlkreis Hamburg-Altona. Lilly hat ein künstliches Herz und ist seit 19 Monaten im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seit 19 Monaten wartet sie dort auf ein Spenderherz. Dieses Warten heißt, das Leben von Lillys Familie findet in der Klinik statt. Jeden Tag warten Lilly und ihre Eltern auf den erlösenden Anruf, dass es ein Spenderherz gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zustimmungslösung wird Lilly nicht helfen. Es lässt sich nicht wegdiskutieren, Länder mit Widerspruchslösung haben ein deutlich höheres Spenderaufkommen als wir. Und über Eurotransplant profitieren wir davon. Die ganze Hoffnung von Lilly und ihrer Familie ruht daher auf Eurotransplant. Deutschland hat keine Widerspruchslösung, profitiert aber von den Ländern, die eine haben. Mit Verlaub, das ist kein Zustand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland hat bekanntlich ein sehr geringes Organspendeaufkommen. Das Problem sind dabei nicht diejenigen, die sagen, ich möchte nicht spenden. Das ist ja eine klare Ansage, die man akzeptieren muss. Nein, das Problem sind die vielen, die eine Entscheidung über die Organspende scheuen und sie dann nicht treffen. Es ist wohl so, ob man will oder nicht, eine Entscheidung, Organspender zu werden, beinhaltet eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, weswegen die überwiegende Anzahl der Menschen in unserem Land die Zustimmung zur Organspende scheut. Auch wenn sie eine Organspende eigentlich richtig finden, die Menschen wollen sich nicht entscheiden, weil es eine Scheu gibt, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und an dieser Scheu würde die Zustimmungslösung nicht das Geringste ändern. Das Tragische dabei ist, keine Entscheidung ist in diesem Fall eben doch eine Entscheidung, und zwar gegen die Organspende. Die Realität ist, viele Menschen, die dringend ein Organ brauchen, müssen sterben, weil andere sich nicht entscheiden wollen. Ich finde, der Gesetzgeber darf das nicht zulassen. Er darf nicht zulassen, dass Menschen sterben müssen, weil sich potenzielle Spender nicht entscheiden wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn nicht vorher schon alles geklärt ist, müssen die Angehörigen sowohl bei der Zustimmungs- als auch bei der doppelten Widerspruchslösung gefragt werden. Ich muss gestehen, ich kann mir kein schwierigeres Gespräch vorstellen. Es ist gerade ein geliebter Mensch gestorben und die Angehörigen sind in tiefer Trauer. In dieser absoluten Extremsituation werden sie mit der Frage nach einer Organspende konfrontiert. Viele Menschen wehren sich in dieser Situation instinktiv und empfinden das Ansinnen verständlicherweise pietätlos. Aber es gibt keinen anderen Weg. Das Gespräch muss aus medizinischen Gründen sofort nach dem Tod geführt werden. In einer solchen Situation macht es einen großen Unterschied, wie die Ärzte fragen. Fragen Sie, ob die verstorbene Person als Organspender zur Verfügung stehen wollte, oder fragen Sie, ob sie der Organspende aktiv widersprochen hat. Ich finde, es liegt auf der Hand, dass die Frage für alle Beteiligten viel einfacher ist, wenn die Organspende der gesetzliche Regelfall ist. Dass also die Antwort auf die Frage nach einem aktiv getätigten Widerspruch den Angehörigen leichter fällt, als die Antwort auf die Frage, ob sie einer Organspende zustimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir entscheiden heute über eine schwierige ethische Frage. Nach intensiven Überlegungen habe ich mich für die doppelte Widerspruchslösung entschieden. Ich finde, das Recht auf Leben ist stärker zu bewerten als das Recht, sich nicht entscheiden zu müssen. Die kleine Lilly, die ich im Krankenhaus besucht habe und die so dringend auf ein Spenderherz wartet, sagte, wenn man tot ist, braucht man doch seine Organe gar nicht mehr. Ich muss Ihnen sagen, ich finde, sie hat recht. Ich danke Ihnen. In
Nächste Rednerin ist die Kollegin Heike Hensel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, wir diskutieren heute über ein lebenswichtiges Thema angesichts von knapp 10.000 Menschen, die in Deutschland auf ein Spenderorgan warten müssen. Und uns alle eint hier in dieser Debatte das Ziel, die Zahl der Organspenden in Deutschland deutlich zu erhöhen. Aber wir streiten um den Weg dahin. Und ich muss sagen, Begriffe wie Supergrundrecht, in Ruhe gelassen zu werden oder auch egoistische Grundhaltung, diese Begriffe, finde ich, sollten wir hier nicht verwenden. Denn in dieser schwierigen Entscheidungsfindung gibt es keine moralische Überlegenheit. Ich selbst bin keine Gesundheitspolitikerin, trotzdem habe ich mich persönlich und daraus auch folgend politisch mit dem Thema der Organspende auseinandergesetzt. Ich besitze seit vielen Jahren einen Organspendeausweis, eine Entscheidung, die ich bewusst, freiwillig und selbstbestimmt getroffen habe. Und gerade deshalb war ich sofort skeptisch, als ich von der Idee der Widerspruchslösung gehört hatte. Ich sehe den Gesetzentwurf von Jens Spahn als nicht zulässigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Organspende ist ein Akt menschlicher Solidarität, in der christlichen Ethik ein Akt der Nächstenliebe. Es ist aber völlig klar, dass hier der ganze Mensch, der eine wesentliche Entscheidung über die Integrität des eigenen Körpers trifft, dies aus freien Stücken machen muss. Mit dem Gesetzentwurf von Jens Spahn würde daraus de facto eine rechtswirksame Verpflichtung. Die Rechte, die uns das Grundgesetz zuschreibt, insbesondere das Recht auf körperliche Unversehrtheit, müssen wir aber nicht aktiv reklamieren durch Widerspruch. Sie wohnen uns von Beginn an unsere Geburt inne. Mit der Widerspruchslösung laufen wir zudem Gefahr, uns nicht mehr mit den grundsätzlichen Defiziten in unserem Gesundheitssystem auseinanderzusetzen. Zu wenig Personal, zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten und Angehörige, die erheblich zu einer geringeren Zahl von Organspenden beitragen. So berichtet das Deutsche Ärzteblatt bereits 2018, dass Organspenden von Verstorbenen seit 2010 um 30% zurückgingen. Ursache dafür seien jedoch nicht etwa weniger potenzielle Organspender und Spenderinnen. Die Zahl der Spender und Spenderinnen habe zwischen 2010 und 2015 sogar um fast 14% zugenommen. Vielmehr seien die Entnahmekrankenhäuser verantwortlich, weil diese Spender und Spenderinnen zu selten erkennen und melden. Diese Probleme müssen wir doch lösen. Würden alle Kliniken so arbeiten wie im Rahmen eines Modellprojekts der Deutschen Stiftung Organspende, hätte es in Deutschland im Jahr 2015 statt 877 etwa 2780 Organspender und Spenderinnen gegeben. Das sind die grundsätzlichen Fragen und deshalb unterstütze ich unseren Gesetzentwurf, der Folgendes vorsieht. Wir wollen Menschen regelmäßig bei Behördengängen ansprechen. Dort wollen wir Informationsmaterialien verteilen und die Möglichkeit einer Entscheidung und Registrierung dort bereits eröffnen. Wir wollen ein Online-Register. Zusätzlich zu dem vielen ja bekannten Organspendeausweis soll durch ein online-basiertes Verfahren ein niedrigschwelliger Zugang für einen selbstständigen Eintrag in das Register geschaffen werden, durch den Menschen ihre Entscheidung selbst dokumentieren und jederzeit ändern können. Mit unserem Gesetzentwurf, und das ist neu, wollen wir erstmalig auch die Möglichkeit einräumen, dass sich Menschen zu Fragen der Organspende durch die Hausärztinnen und Ärzte beraten lassen können. Es gibt offene sowie auch heikle Fragen, etwa die der Hirntoddiagnostik, über die sich die Menschen nicht anonym im Internet informieren sollten, sondern in einem vertrauensvollen Gespräch mit dem Hausarzt oder der Hausärztin. Dafür brauchen wir aber natürlich auch Ärzte und Ärztinnen mit besseren Kompetenzen in diesem Feld. Das Thema Organspende soll daher Teil der ärztlichen Ausbildung werden. Damit können Patientinnen ergebnisoffen beraten werden, um zu einer informierten Entscheidung, ein zentraler Begriff im Patientenrecht, zu kommen. Im Gegensatz zu Jens Spahn wollen wir den vertrauten Organspendeausweis als ein Mittel der Selbstbestimmung beibehalten. Als Katholikin teile ich auch den Aufruf der Kirchen.
Achten wir den Wert des Menschen vom Anfang bis zum Ende mit seiner Freiheit zu positiver Entscheidung und Selbstbestimmung. Daher bitte ich um Ihre Stimme für die Verbesserung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katja Suding. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenige Entscheidungen, die ich in meiner inzwischen neunjährigen Abgeordnetenzeit zu treffen hatte, haben mich so intensiv beschäftigt wie diese heute, weil sie eine riesige Tragweite hat. Jeden Tag sterben Menschen, weil sie kein lebensrettendes Organ erhalten. Im letzten Jahr haben wir im Bundestag strukturelle Verbesserungen in den Krankenhäusern beschlossen, um bessere Voraussetzungen für die Organtransplantation zu schaffen. Das war notwendig und richtig, und das bestreitet auch niemand. Aber das allein reicht nicht. Es fehlen potenzielle Spender. Und deshalb müssen wir viel mehr dafür tun, um deren Zahl zu erhöhen. Die Debatte hier zeigt nochmal, dass wir alle dieses Ziel teilen. Und das ist schon mal ein sehr wichtiges Signal, das wir aussenden. Aber dieses Signal alleine, das hilft den Betroffenen eben nicht, die verzweifelt um ihr Leben bangen. Um ihnen zu helfen, müsste sich in Deutschland grundlegend etwas an der Einstellung gegenüber der Organspende verbessern. Deutlich mehr Menschen müssten Organspender werden, damit es Hoffnung gibt für die vielen Menschen, die dringend auf ein Spenderorgan angewiesen sind, um weiterleben zu können. Doch was ist der beste Weg, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen? Ich bin überzeugt, die hier vorgelegte Zustimmungslösung ist es nicht. Denn an der bestehenden Praxis würde sich nur wenig ändern. Mit Information und Aufklärung, mit direkter Ansprache, mit Kampagnen haben wir es doch schon seit Jahren versucht. Leider ohne Erfolg. Auf diesem Weg kommen wir nicht weiter. Die Zahl der Organspende ist zuletzt sogar wieder gesunken, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung der Organspende positiv gegenübersteht. Und genau da müssen wir ansetzen. Wenn die Mehrheit der Menschen zu einer Spende bereit ist, aber nur eine Minderheit diese Bereitschaft auch dokumentiert, wie lässt sich das ändern? Wie erreichen wir, dass diejenigen Menschen, die zu einer Spende bereit sind, diese Bereitschaft auch mitteilen? Darum geht es. Und ich bin mir sicher, wir müssen jetzt einen wirklich großen Schritt tun. Wir müssen jetzt einen mutigen Schritt gehen. Und aus meiner Sicht ist die doppelte Widerspruchslösung dieser richtige Schritt. Als freie Demokratin, wir tragen ja die Freiheit im Namen, habe ich mich natürlich besonders eingehend gefragt, wie es mit der persönlichen Freiheit zu vereinbaren ist, Menschen zu etwas zu zwingen. Sie dazu zu zwingen, sich zu der Frage zu verhalten, ob sie Organspender sein wollen oder nicht. Das greife doch in die Freiheit und die Selbstbestimmung des Menschen ein, habe ich hier heute oft gehört. Ja, das stimmt, das tut es. Das tun allerdings auch viele Gesetze, die wir hier beschließen. Und deshalb greift diese Frage zu kurz. Denn wir dürfen nicht übersehen, um was es geht. Es geht um Menschen, die todkrank sind und die ohne eine Organspende nicht weiterleben können. Diese Menschen haben Angehörige, Ehepartner, Kinder, Eltern, Schwestern und Brüder. Für sie geht es um Leben und Tod. Und mag diese Debatte für viele von uns eine theoretische sein, wir sollten nicht vergessen, es kann jeden von uns treffen, jederzeit. Wer in diese Situation gerät, als Betroffener oder als Angehöriger, der wird darauf hoffen, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihre Organe zu spenden. Schon alleine deshalb haben wir eine Verantwortung, nicht nur über die Spender, sondern auch über die Empfänger nachzudenken. Für mich gehören persönliche Freiheit und Verantwortung untrennbar zusammen. Und das bedeutet, natürlich muss der Mensch die Freiheit haben, über sich und seinen Körper selbst zu entscheiden. Aber diese Freiheit nimmt die Widerspruchslösung ja gar nicht. Jeder kann der Organspende widersprechen. Sie bleibt selbstverständlich freiwillig. Zur Verantwortung, die der Mensch in meinen Augen hat, gehört für mich aber auch, dass wir ihm zumuten können und zumuten dürfen, bei einer so existenziellen Frage eine Entscheidung zu treffen.
Für mich war es damals eine einfache und glasklare Entscheidung. Ich trage seit langem einen Organspendeausweis bei mir. Aber mir ist auch vollkommen bewusst, dass diese Entscheidung nicht für jeden so leicht zu treffen ist. Sie mag unbequem sein, sie mag schwer auf jemandem lasten und manch einer wird sie als Freiheitseinschränkung wahrnehmen. Aber reicht das als Argument in Anbetracht der Dramatik, in Anbetracht dessen, dass es um das Überleben von Menschen geht, eine Befassung mit dem Thema nicht verpflichtend einfordern zu dürfen, wenn genau das doch dazu dienen kann, dass mehr Menschen gerettet werden können? Das muss man sorgfältig abwägen. Aber ich komme zu dem Schluss, nein, das reicht nicht. Wer seine Organe nicht spenden will oder wer auch nur einen Zweifel daran hat, der kann und der soll widersprechen. Wer nicht über das nachdenken will, was nach seinem Tod passiert, der kann ebenfalls widersprechen. Die Widerspruchslösung ändert nichts daran, dass die Entscheidung für oder gegen die Organspende eine freie und persönliche Entscheidung bleibt, die auch niemand begründen muss. Jede Entscheidung in dieser Frage verdient Respekt. Eine gegen die Organspende, genauso wie eine für die Organspende. Aber dass sich die Menschen mit dieser Frage beschäftigen, das können und das dürfen wir zur Pflicht machen, um den vielen Menschen zu helfen, die genau das für ihr Überleben brauchen. Ich bitte Sie daher ganz herzlich, stimmen Sie für die doppelte Widerspruchslösung. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Ulla Schmidt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es gut, dass wir jetzt seit Monaten über Organspende diskutieren. Denn ich glaube, eins ist gelungen, dass wir das Thema Organspende in der Gesellschaft wieder breiter diskutieren, dass das Thema Organspende in den Medien wieder einen Platz fand, der ihm eigentlich zukommt, und dass das alles gelungen ist, weil ich davon ausgehe, uns eint eines. Alle, egal ob Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung, unser Ziel ist, dass mehr bereite Menschen, die bereit sind, ein Organ zu spenden, dass dies zusammenkommt mit der tatsächlichen Organbereitschaft und auch der Organentnahme. Und dass damit eben mehr Menschen auch eine Chance haben, zu überleben. Trotzdem unterscheiden sich die Anträge heute. Mir wäre es sehr wichtig, dass egal wie die Entscheidung heute ausfällt, wir anschließend weiter zusammen intensiv daran arbeiten, dass die Strukturen verbessert werden, dass die Aufklärung verbessert wird und dass die Bereitschaft der Menschen geweckt wird. Das wäre eine ganz wichtige Voraussetzung. Mich hat heute etwas besorgt gemacht in der Frage, Entscheidungslösung, die ja ansetzt am menschlichen Selbstbestimmungsrecht, wie es auch in Artikel 2 des Grundgesetzes festgelegt ist und auch in der medizinischen Frage immer eine große Rolle gespielt hat. Und auf der anderen Seite die Widerspruchslösung. Da verschiebt sich schon etwas, wenn wir nicht aufpassen, in der Debatte. Wenn die Widerspruchslösung und die Bereitschaft zur Organspende zur Norm wird, dann ist das Nein dazu, könnten die Menschen fühlen, dass sie in eine Ecke kommen. Hier wird gesagt, jeder kann sich frei entscheiden. Aber die Gefahr, wenn man auch heute Debatten hört, die ich hier angehört habe, von der Frage, dass es die egoistische Individuum dann zur Gesellschaft im Verhältnis gesetzt wird, dass die Frage gesagt wird, in unseren Nachbarländern ist die Bereitschaft zum Geben da, während das in Deutschland nur rudimentär ausgebildet wird. Und viele andere Punkte, die hier kamen, ich sag mal, das wird der Situation der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande nicht gerecht. Das wird nicht gerecht, dass tagtäglich Menschen daran arbeiten, anderen zu geben, damit sie besser leben können. Aber es wird auch nicht der Situation im Bereich der Organspende gerecht. Wenn 86% der Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, wir sind bereit, dann müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es denn, dass diese 86%, dann wenn sie als eine potenzielle Spenderin oder Spender sind, nach einer Einlieferung ins Krankenhaus tatsächlich auch ihre Organe spenden können. Wenn wir sehen, dass 36% der Bürgerinnen und Bürger mittlerweile auch einen Organspendeausweis hat und trotzdem im Krankenhaus gar keiner fragt oft,
Hat sie denn einen? Liegt ein Organspendeausweis vor? Die Angehörigen nicht gefragt werden. Ich habe viele Veranstaltungen gehabt. Die haben gesagt, man hat uns doch gar nicht gefragt. Ich hätte ja gesagt. Wenn wir wissen, dass bei den leider nur 1450 Rundfällen, die gemeldet wurden, nur 24% der Angehörigen Nein gesagt haben, also 76% der Angehörigen positiv sich für die Organspende entscheiden, dann müssen wir doch sehen, woran liegt das? Das sind Zahlen, die sind vergleichbar mit den Ländern mit Widerspruchslösung. Aber es liegt daran, dass die Strukturen im Krankenhaus nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Und da ist der Dreh- und Angelpunkt, dass wir mehr Organspenden haben. Und das Zweite ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir wirklich die Angehörigen mit einbeziehen. Und hier wird so getan, als seien die Länder mit Widerspruchslösung das nicht der Fall. Die Spanier, um die mal zu nehmen, die wenden die erweiterte Zustimmungslösung in der Realität an. Die Österreicher, gestern noch in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit dem Transplantationsbeauftragten für Westösterreich, der gesagt hat, glauben Sie doch nicht, dass in unserem Land wir ein Organ auch entnehmen würden, auch wenn wir es dürften, wenn die Angehörigen dagegen sind. Weil man weiß, wenn man das macht, sinkt das Vertrauen in die Organspende. Und weil man weiß, dass die Frage, wie ich zum Tod stehe, ob ich Angst davor habe, die Frage, ob ich mich damit nicht beschäftigen will, die Frage, ob Angehörige auch in Würde Abschied nehmen wollen, all diese Dinge hängen sehr eng mit dem menschlichen Leben zusammen. Und meine Überzeugung ist, mit der positiven Zustimmung erreichen wir viel mehr als mit einer Widerspruchslösung. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Antrag. Nächster Redner ist der Kollege Matthias Birkwald. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das hier ist mein Organspendeausweis von 1978. Ich war 16 Jahre alt, ich fuhr Mokik und Motorrad und war mir des Risikos zu sterben sehr bewusst. Und so habe ich mich bewusst dafür entschieden, im Falle meines Hirntodes Organe spenden zu wollen. Sich bewusst für die Organspende zu entscheiden, das machen leider viel zu wenige Menschen. 2018 kamen hierzulande auf 1 Million Einwohner nur ca. 11,5 Organspender aller Geschlechter. In Frankreich waren es fast dreimal so viele. In Deutschland gab es 2019 nur 932 Menschen, die insgesamt knapp 3000 Organe spendeten. Gleichzeitig warten aber hierzulande mehr als 9000 Menschen auf ein Spendeorgan. Und das geht oft mit viel Leid und Verzweiflung einher. Egal, ob Menschen einen neuen Lungenflügel, ein Herz, ein Leber oder Nieren benötigen, immer handelt es sich um schwer kranke Menschen, deren schlechte Lebensqualität ohne ein Spenderorgan oft ihre Menschenwürde verletzt oder deren Leben gar von einer Organspende abhängt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Leben dieser Menschen wollen wir retten. Ihre Lebensqualität wollen wir steigern und ihre Würde wollen wir sichern. Das sind unsere Ziele und ich finde, es sind ehrenwerte Ziele. Wie viele Menschen sind betroffen? Im Jahr 2018 starben 901 Menschen in Deutschland, die vergeblich auf ein Spendeorgan gehofft hatten. Und dazu kommen all jene, die es nicht auf die Warteliste schafften oder die schon zu krank für eine Transplantation waren. Die damit verbundenen seelischen Qualen für die Betroffenen und ihre Angehörigen sind immens und darum müssen wir handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ohne eine Willensäußerung zum Organspender wird? Nun, sie ist extrem gering. In unserem Land leben 83,1 Millionen Menschen und im Jahr 2018 starben 954.900 von ihnen. Und nur bei 1.416 davon ist eine Organspende nach intensiver medizinischer Diagnostik überhaupt möglich gewesen. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Organentnahme ist für uns alle extrem gering. 955 Menschen haben dann schließlich Organe gespendet.
Mit einer doppelten Widerspruchslösung hätten es mindestens zwischen 800 und zwischen 300 und 800 Organspender mehr sein können. Und das wären immerhin bis zu 2400 dringend von schwer kranken Menschen ersehnte Organe mehr gewesen. Sie hätten viel menschliche Not gelindert und Leben gerettet, und darum geht es. Meine Damen und Herren, die heutige Rechtslage sorgt dafür, dass 9000 Patientinnen und Patienten hoffen, bangen und flehen müssen, ob und wie sie weiterleben dürfen. Hier gilt es abzuwägen. Und im Ergebnis sage ich, das Recht von kranken Menschen, die vom Tode bedroht sind, wiegt meines Erachtens schwerer als das ohne jeden Zweifel vorhandene Recht von gesunden Menschen, sich mit ihrem eigenen Tod und dem Thema Organspende nicht beschäftigen zu wollen. Wer sich heute aus welchen Gründen auch immer nicht entscheidet, wird zum Teil mit gesunden Organen bestattet, die menschliches Leben retten können. Wenn die doppelte Widerspruchslösung eingeführt werden würde, würde von all den vielen Millionen Menschen, die sich nicht explizit für oder gegen eine Organspende entscheiden konnten oder wollten, letztlich nur 300 bis 800 von ihnen pro Jahr posthum zu Organspendern. Sie retten dann Leben, sie verlängern Leben oder sie sorgen dafür, dass die Lebensqualität von sehr kranken, lebenden Menschen deutlich besser wird und sie ihr Leben in Würde fortführen können, ohne mehrmals in der Woche an Apparate gehangen werden zu müssen, die zwar ihr Leben erhalten, aber ihre Freiheit und Selbstbestimmung extrem einschränken. Ja, es geht um die individuelle Entscheidungsfreiheit. Und darum sage ich, die Freiheit der Lebenden ist wichtiger als die Freiheit der Toten. Die Selbstbestimmung der Lebenden ist wichtiger als die nicht genutzte Chance zur Selbstbestimmung Toter. Und ich füge hinzu, die Solidarität mit den Lebenden ist mir wichtiger als die Solidarität mit den Toten. Und die Würde der Lebenden ist wichtiger als die Würde der Toten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in 22 europäischen Ländern gibt es die Widerspruchslösung. Deutschland kann die Nummer 23 werden. Ich bitte Sie alle höflich, aber mit Nachdruck. Stimmen Sie im Interesse schwerstkranker Menschen für die Widerspruchslösung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Birkweit. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Hermann Gröhe. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir führen die Debatte heute mit großer Leidenschaft. Wir führen diese Debatte mit Leidenschaft nicht nur in diesem Haus, sondern in unserer Gesellschaft. Und das ist gut und richtig so. Und noch etwas, in den Mittelpunkt dieser Debatte gehört selbstverständlich das Leid und die Not derjenigen Menschen, die dringend auf ein lebensrettendes Spenderorgan angewiesen sind. Viele von uns haben auch in den letzten Wochen mit Menschen, um die es hier geht, und ihren Angehörigen gesprochen. Und deswegen darf uns das alles nicht ruhen lassen, hier besser zu werden. Und ich verhehle nicht, ich habe Respekt vor denen, die sagen, müssen wir nicht angesichts dieser Situation auch über einen grundsätzlichen Wechsel rechtlicher Rahmenbedingungen nachdenken. Ich halte dem aber entgegen, gerade bei schweren Entscheidungen müssen sich unsere ethischen Grundprinzipien als Leitplanken bewähren, meine Damen, meine Herren. Und ich halte es für unangemessen, wenn in der öffentlichen Debatte, nicht so sehr in diesem Haus, aber in der öffentlichen Debatte, gelegentlich der Eindruck erweckt wird, als seien diejenigen, die nicht für die Widerspruchsregelung seien, gleichsam der Meinung, es könne so bleiben wie bisher und interessiere sie nicht das Leid derer, die auf ein Organ warten. Das ist mitnichten der Fall. Ich nehme für uns alle in Anspruch, hier helfen zu wollen. Aber, meine Damen und Herren, wer einen Systemwechsel, geradezu einen Paradigmenwechsel heute hier geschehen, einfordert, der sollte gleichzeitig nicht kleinreden, um was es hier geht. Hier geht es nicht darum zu sagen, man wird doch wohl sagen können, entscheidet euch. Es geht um die Frage, ob der Staat das Selbstbestimmungsrecht des Menschen unter eine Bedingung stellt. Ich wünsche mir, dass sich jeder Mensch mit der Organspende befasst und eine Entscheidung trifft. Aber am Ende geht es um die Frage, ob der, der aus welchen Gründen auch immer diese Entscheidung nicht trifft, sein Selbstbestimmungsrecht verliert oder nicht verliert. Und diese Frage beantworte ich klar
Jeder Mensch hat ein Selbstbestimmungsrecht. Dies ist der Anker unserer medizinethischen Grundüberzeugung. Dies ist der Anker unserer Patientenrechte. Und auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit muss ich nicht durch eine Widerspruchserklärung aktivieren. Ich habe es bedingungslos und nur meine eigene Einwilligung kann es zurücktreten lassen. Das ist keine kleine Frage. Es geht um den Kern des Menschenbilds unserer freiheitlichen Rechtsordnung. Um nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen tue ich mich schwer mit denen, die sagen, man muss da abwägen. Aber selbst wenn ich mich auf diesen Gedanken einlasse des Abwägens, sage ich, die Widerspruchslösung ist ein untaugliches Mittel. Ein untaugliches Mittel und man wird von einem tiefgreifenden Eingriff doch wohl Tauglichkeit erwarten können. Die Lage im Ausland ist nicht so wie immer leichthin dargestellt, als gäbe es einen klaren Zusammenhang. Die Schweizer schaffen mit einer Zustimmungsregelung sehr viel mehr Organspenden. Darum geht es nicht. Die Beweislage ist da anders. Auf Spanien und die Veränderungen, die nicht durch die Rechtsregelung, sondern durch die Krankenhausstruktur erreicht worden sind, ist schon hingewiesen worden. Aber ich will auch ausdrücklich zur Lage im eigenen Land etwas sagen. Nach dem Skandal 2012 ist die Zahl der Organspendeausweise von 22 auf fast 40% massiv erhöht worden. Wir sollten diese gemeinsamen Kraftanstrengungen auch nicht kleinreden. Und wenn in 1400 Fällen, in denen der Hirntod festgestellt und eine grundsätzliche Organspendemöglichkeit festgestellt wurde, in 75% der Fälle durch Organspendeausweis oder durch Angehörigenauskunft eine Zustimmung vorliegt, dann zeigt dies, wir haben eine Kultur der Solidarität in diesem Land. Sie muss nicht durch einen Paradigmenwechsel erst geschaffen werden. Wir können dankbar feststellen, sie gibt es. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir von den 75 auf 80, auf 85% kommen. Aber das Entscheidende ist, ob wir mehr Menschen identifizieren, die Zahl der 1400 oder mehr, bei denen eine Organspende möglich wird, die ändert sich überhaupt nicht durch die Widerspruchslösung. Und deswegen lassen Sie uns beharrlich den Weg fortsetzen, den wir gegangen sind. Ich bin davon überzeugt, wir können Stärkung der Organspende und Selbstbestimmungsrecht verbinden. Spende muss Spende bleiben. Dies verträgt sich nicht mit Automatismus. Bitte stimmen Sie einer Stärkung der Entscheidungsbereitschaft zu. Vielen Dank, Herr Kollege Gröhe. Als letzter Redner in dieser Debatte erhält der Abgeordnete Jens Spahn das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in keinem anderen Bereich der Medizin in Deutschland ist die Versorgungslage schlechter als in diesem Bereich der Organspende. Wir würden in keinem anderen Bereich solche Wartezeiten, solches Leid, so eine schwierige Versorgungslage für Patientinnen und Patienten akzeptieren, auch im Vergleich zu anderen westlichen Ländern, wie wir es hier bei der Organspende seit Jahren tun. Und ja, eine solidarische und mitfühlende Gesellschaft, die Zusammenhalt stärken will, die lässt eben dieser Befund, wie dramatisch, wie desaströs in Teilen die Versorgungslage ist, die lässt dieser Befund nicht kalt. Und deswegen ist es gut, und das zeigt ja auch diese Debatte, dass wir uns damit beschäftigen. Als wir vor 1,5 Jahren mit dieser Debatte begonnen haben, war ja nicht absehbar, wie sie laufen würde. Aber was uns gemeinsam gelungen ist, dass in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft, auf Arbeit, an vielen Stellen über dieses Thema in den letzten Monaten diskutiert worden ist. Und das Entscheidende ist, finde ich, auch, dass die Patienten und ihre Angehörigen, diejenigen, die voller Hoffnung, Verzweiflung, Leid, Schmerz sind, dass die sehen, wir sind nicht vergessen, unser Leid wird gesehen und das haben wir durch diese Debatte gezeigt und das ist schon ein Wert an sich. Und ja, die Widerspruchslösung ist kein Allheilmittel, keine Wunderwaffe, sie wird nicht alle Probleme lösen. Ich finde aber auch, Die Verbesserung der Abläufe in den Krankenhäusern, die wird auch nicht alle Probleme lösen, die wir schon gemeinsam ja beschlossen haben. Auch das Online-Register, das in beiden Gesetzentwürfen
ja steht, dass man leichter seinen Willen dokumentieren kann online, wird eben auch nicht alle Probleme lösen. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die alles sofort besser macht, sondern es braucht eine Kombination aus Maßnahmen. Und deswegen ist die Verbesserung in den Krankenhäusern kein Gegensatz zur Widerspruchslösung, sondern eine gute Ergänzung. Auch das ist für die Debatte wichtig. Und jenseits der Einzelfragen, die wichtig sind, ist mit der Widerspruchslösung, und das zeigen eben die 22 Länder in der Europäischen Union, die eine Widerspruchslösung haben, eben auch eine Kultur der Organspende verbunden. Die Organspende ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Organspende, das als Regel, macht es im Übrigen auch den Angehörigen leichter. Und eins will ich schon sagen, wenn über Selbstbestimmungsrecht und Angehörige geredet wird, es geht hier nicht um das Recht der Angehörigen auf Entscheidungen, es geht um den Willen des Verstorbenen. Das muss das Entscheidende in der Debatte sein. Und deswegen ist sozusagen die doppelte Widerspruchslösung eine gesellschaftliche Zustimmungslösung. Es ist die Ansage und Aussage der Gesellschaft, ja, wir wollen eine Kultur der Organspende. Und das ist der entscheidende Unterschied, den sie macht und um den es uns in dieser Debatte geht. Und dieser kulturelle Unterschied ist auch gerechtfertigt aus meiner Sicht im Sinne von, ja, Solidarität in einer Gesellschaft, wo jeder nicht nur auf sich selbst bezogen ist. Weil jeder von uns ist potenzieller Organempfänger. Es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die sagen, für mich selbst oder für die Kinder zum Überleben, zum eigenen Überleben oder zum Überleben der Kinder würde ich im Fall der Fälle auf ein Spenderherz zum Beispiel verzichten. Das sind nur sehr, sehr wenige. Die allermeisten sind potenzielle Organempfänger. Und da stellt sich eben schon auch die Frage, ob dann nicht auch man davon ausgehen kann, dass jeder potenzieller Organspender ist, außer er sei begründungsfrei, ganz einfach nein. Das ist die Frage, um die es geht. Und ich finde, ja, das lässt sich gut verargumentieren und rechtfertigen. Ist das eine Zumutung? Ja, es ist eine Zumutung, aber eine, die Menschenleben rettet. Und das ist der Kern der Abstimmung heute, ist das zumutbar? Ist diese Zumutung zumutbar? Und hier war viel von Selbstbestimmung die Rede. Ja, es geht um die Selbstbestimmung des Einzelnen, über die Frage, was soll mit meinen Organen nach dem Tod passieren. Aber ich bitte eben auch die Selbstbestimmung, und das Beispiel ist genannt worden, etwa von Kindern zu sehen, von Patienten zu sehen, die über Monate, teilweise Jahre gezwungen sind, im Krankenhaus in einem Zimmer mit einer großen Maschine neben sich zu leben, weil es kein Spenderorgan gibt, was das für die Familien und die Patienten bedeutet. Auch um deren Selbstbestimmung und Freiheit geht es in dieser Debatte. Auch da ist das Wort Selbstbestimmung gerechtfertigt. Und im Kern geht es eben bei der Frage, ist das zumutbar, genau um diese Abwägung. Da gibt es kein richtig oder falsch, kein absolut Gutes oder Böses. Es ist eine Abwägungsfrage. Und wir wägen eben die Freiheit, nicht entscheiden zu müssen, ab gegen die Freiheit der Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen, die eben stark eingeschränkt sind und denen im extremen Fall dann der Tod droht. Und eins will ich abschließend, Herr Präsident, sagen. Ich habe über Jahre mit den gleichen Argumenten, die gerade einige Kolleginnen und Kollegen vorgebracht haben, selbst für die Zustimmungslösung geworben, für das, was heute gilt. Mit zum Teil den gleichen Argumenten. Und wenn Hermann Gröhe, Ulla Schmidt sagen, ja, auch Sie wollen sich nicht abfinden mit der jetzigen Lage, wie sie ist. Die Wahrheit ist, der andere Gesetzentwurf ändert an der heutigen Lage nichts, außer dass die Hausärzte vielleicht noch ein bisschen Geld für das bekommen, was sie. Das ist die Wahrheit. Und deswegen, das will ich auch sagen, werde ich im Fall der Fälle persönlich, und das gilt auch für den Kollegen Karl Lauterbach, ich sehe ja jede Willen zur Verbesserung, aber diesem Gesetzentwurf dann auch nicht zustimmen können, weil einfach nur mehr Aufklärung, das haben die letzten Jahre gezeigt, löst es nicht. Und deswegen möchte ich Sie einfach bitten, ja zu einer Kultur der Organspende in diesem Land, in der Abwägung, ja, das Leid der Patienten wirkt stärker als das Selbstbestimmungsrecht, sich nicht entscheiden zu wollen. Und in diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zur doppelten Widerspruch. Vielen Dank, Herr Kollege Spahn. Damit schließe ich die Debatte. Abweichend von den normalen Regelungen, die wir vereinbart haben, möchte ich mitteilen, dass es Reden zu Protokoll und Erklärungen zum Abstimmungsverhalten gibt. Ich verzichte jetzt
bei der namentlichen Verlesung auf die akademischen Grade. Reden zu Protokoll haben gegeben die Kolleginnen und Kollegen Flachsbart, Öhme, Schnieder, Behrens, Bremer, Petri, Noll, Wittmann, Mauns, Hoffmann, Nick, Bellmann, Hiller, Ohm und Brandt. Und Erklärungen zur Abstimmung haben gegeben die Kolleginnen und Kollegen Bleck, Pilsinger, Kiesling, Keuter, Kessler, Polat, Faber, Schreiner, Höchst, Kulitz, Beermann, Rösner, Bayram, Henrichmann, Lindholz, Sendler, Krings, Özoguss, Bernstiel, Schimke und Sensburg. Bevor wir jetzt zu den Abstimmungen kommen, gebe ich einige Hinweise zum Abstimmungsverfahren. Die Vertreterinnen und Vertreter der Initiativen und die Fraktionen haben sich auf folgende Reihenfolge der Abstimmungen verständigt. Erstens Gesetzentwurf des Abgeordneten Dr. Karl Lauterbach und weitere Abgeordnete, Widerspruchslösung. Zweitens Gesetzentwurf der Abgeordneten Annalena Baerbock und weitere Abgeordnete, Zustimmungslösung. Drittens Antrag der Fraktion der AfD. Alle folgenden Abstimmungen werden als namentliche Abstimmungen durchgeführt. Wird dabei ein Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen, kommt es sofort zur dritten Beratung, in der ebenfalls namentlich abgestimmt wird. Wenn ein Gesetzentwurf abschließend angenommen wird, wird über die verbleibenden Vorlagen nicht mehr abgestimmt. Diese Vorlagen sind dann erledigt. Ich sehe, Sie sind damit einverstanden, dann verfahren wir so. Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 7a. Damit kommen wir zur Abstimmung über den von den Abgeordneten Dr. Karl Lauterbach, Dr. Georg Nüsslein, Dr. Petra Sitte, Jens Spahn und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wäre dankbar, Sie würden noch folgen bei den weiteren Erklärungen, die ich abzugeben habe, und nicht einfach schon zu den Urnen stürmen. Der Ausschuss für Gesundheit hat unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 16.214 nur empfohlen, über den Gesetzentwurf auf Drucksache 11.096 in der Ausschussfassung im Plenum einen Beschluss zu fassen, hat aber selbst keine inhaltliche Empfehlung abgegeben. Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf der doppelten Widerspruchslösung in zweiter Beratung namentlich ab. Bei den folgenden Stimmabgaben bitte ich Sie, sorgfältig darauf zu achten, dass die Stimmkarten mit Ihrem Namen beschriftet worden sind. Es ist bereits mehrfach vorgekommen, dass Abgeordnete Stimmkarten verwendet haben, die nicht Ihren Namen trugen. Also gucken Sie bitte auf die Karten, ob das Ihr Name ist. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Und frage, sind die Urnen besetzt? Es fehlt ein Vertreter der Opposition, von Ihnen aus gesehen links. Ich frage nun, sind alle Abstimmungsgefäße besetzt? Das ist der Fall. Dann eröffne ich die Abstimmung in der zweiten Beratung im Gesetzentwurf auf Drucksache 11.096, Dr. Karl Lauterbach und andere, Widerspruchslösung.
Ich frage das erste Mal, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Okay, sehe ich. Die zweite Nachfrage. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Dann bitte hurte ich jetzt. Guten Morgen. Letzte Frage. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen Abstimmung unterbreche ich die Sitzung.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, wenn es geht, Platz zu nehmen. Ich werde das spannende Ergebnis erst verkünden, wenn Sie Platz genommen haben. Auch Sie, Herr Kollege Dr. Gysi. Ja, meinst du was? Herr Kollege Grossel-Böhmer, Sie dürfen sich auch hinsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Sitzung erneut und gebe das Ergebnis der namentlichen Abstimmung, das von den Schriftführern und Schriftführern ermittelt worden ist, in der zweiten Beratung mit dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Karl Lauterbach, Dr. Georg Nüsslein, Dr. Petra Sitte, Jens Spahn und weitere Abgeordnete zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz, Drucksachen 19-11096 und 19-16214 bekannt. Abgegebene Stimmen 674. Mit Ja haben gestimmt 292, mit Nein haben gestimmt, ich bitte von Beifallsbekundungen Abstand zu nehmen, bitte. Mit Nein haben gestimmt 379, Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit abgelehnt. Danach entfällt nach der Geschäftsordnung auch die dritte Beratung. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zur Abstimmung über den von den Abgeordneten Annalena Baerbock, Karin Mark, Hilde Mattheis, Katja Kipping und weitere Abgeordnete eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende Zustimmungslösung. Der Ausschuss für Gesundheit hat unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 16214 nur empfohlen, über den Gesetzentwurf auf Drucksache 11087 in der Ausschussfassung im Plenum einen Beschluss zu fassen, hat aber selbst keine inhaltliche Empfehlung abgegeben. Wir stimmen über den Gesetzentwurf in der zweiten Beratung namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind alle Plätze an den Abstimmungsbehältnissen besetzt? Ich sehe, das ist der Fall. Damit eröffne ich Ihnen namentlich die Abstimmung. Oh, Entschuldigung. Hier vorne, wo Claudia Roth steht, fehlt noch ein Mitglied von wem? Opposition, Fraktion, Regierung? Okay, jetzt sind alle Abstimmungsbehältnisse. Nein, auch noch nicht. An der Tür, Hammelsprung, fehlt ein Vertreter der Koalition. Beim Eingang nein. Sind wir jetzt soweit? Ist das erledigt? Ja, ist erledigt. Dann öffne ich die namentliche Abstimmung in der zweiten Beratung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 11087 an Annalena Baerbock und andere Zustimmungslösung.
So, ich frage das erste Mal, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Oh ja, ja, keine Hektik, ich frage ja nur. So, zweite Frage. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? So, wie lange sollen wir hier warten? So, die letzte Frage. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Karte noch nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Bis zum vorliegenden Ergebnis der namentlichen Abstimmung unterbreche ich die Sitzung. Thank you.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht nehmen Sie schon mal wieder Platz, bevor ich die Sitzung gleich erneut eröffne. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Sitzung des Bundestages erneut und gebe Ihnen das Ergebnis des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten namentlichen Abstimmung der zweiten Beratung und den Gesetzentwurf der Abgeordneten Annalena Baerbock, Karin Mark, Hilde Mattheis, Katja Kipping und weitere Abgeordnete betreffend den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, Drucksache 19-11087 und 19-16214, bekannt. Abgegebene Stimmkarten 671. Mit Ja haben gestimmt 382. Mit Nein haben gestimmt 261. Enthalten haben sich 28 Mitglieder des Hauses. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Gut. Wir kommen nun zur dritten Beratung und namentlichen Schlussabstimmung des von den Abgeordneten Annalena Baerbock, Karin Mark, Hilde Mattheis, Katja Kipping und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. So, ich frage, sind alle Abstimmungsbehältnisse besetzt? Hier fehlt noch jemand. Die Koalition ist wieder abwesend. An dem Abstimmungsbehältnis 1 am Ausgang und hier vorne. Es fehlt noch jemand von den Koalitionsfraktionen, von Ihnen aus gesehen links. Hallo, kann auch mal ein Schriftführer der Koalitionsfraktionen an das Abstimmungsbehältnis am Ausgang von uns aus gesehen rechts, von Ihnen aus gesehen links erscheinen? Es kann doch nicht so schwierig sein, ein Vertreter der Koalitionsfraktionen an das Abstimmungsbehältnis zu bringen. Dritte Abstimmung. Sind jetzt alle Behältnisse besetzt? Das ist der Fall, dann öffne ich die Abstimmung. Die Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 11087, Annalena Baerbock und andere Zustimmungslösung.
So, die erste Frage. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, was seine Stimmkarten noch nicht abgegeben hat? Ich sehe den Kollegen Lindner. So lange werden wir warten. Zum Zweiten ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimmkarten noch nicht abgegeben hat. Frau Teutenberg, es wäre schön, wenn man die Hand dann hochhebt, damit ich das sehen kann. Ich sehe gerade, dass Frau Teutenberg ihre Stimmkarte in ihrer Handtasche nicht gefunden hat und jetzt losläuft, um eine weitere zu holen. So lange warten wir noch mal. Unglaublich. So, letzte Frage. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimmkarte nicht abgegeben hat? Keiner mehr die Hand hoch. Das ist... Ach Leute, das gibt's doch nicht. Ich würde Stimmkarten auch nicht in die Handtasche packen. Die junge Dame dort oben hat eine. Ich würde, wenn ich eine Frau wäre und abstimmen müsste, meine Stimmkarte nicht in die Handtasche packen, sondern in der Hand behalten. So, ich fahre eine letzte Frage. Ist noch jemand im Saal, der seine Stimmkarte nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall, dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführer und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen Schlussabstimmung unterbreche ich die Sitzung.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Bitte, Platz zu nehmen. Mit der Bitte, Platz zu nehmen, eröffne ich die unterbrochene Sitzung wieder und gebe das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Annalena Baerbock, Karin Mark, Hilde Mattheis, Katja Kipping und weitere Abgeordnete zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, Drucksachen 19-11087 und 19-16214 bekannt. Abgegebene Stimmen 669. Mit Ja haben gestimmt 432, mit Nein haben gestimmt 200, enthalten haben sie 37 Kolleginnen und Kollegen. Der Gesetzentwurf ist damit in der Schlussabstimmung angenommen. Damit entfällt wie beschlossen die weitere Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Finanzielle Lasten der Migrationspolitik umfassend offenlegen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich darum, dass die Kolleginnen und Kollegen, die an der Debatte nicht teilnehmen wollen, möglichst zügig den Platz für diejenigen freimachen, die daran teilnehmen wollen.